Willst du dein Leben damit verbringen, Zuckerwasser zu verkaufen, oder willst du die Welt verändern? Für Linke ist die Antwort auf diese Frage klar, mit der Steve Jobs, einst den damaligen Pepsi-Cola-Chef John Sculley, zu Apple gelockt hat. Linke wollen auf alle Fälle die Welt verändern, vorzugsweise ohne sich oder Pepsi-Cola zu verkaufen. Das ist auch eine gute Antwort auf die Frage, zu welchem Ende eine sozialistische Transformationsforschung zu betreiben wäre. Wie kann man sie sich vorstellen, diese Forschung? Sie ist natürlich auf Veränderung aus. Sie ist radikal, sie ist interdisziplinär, politisch, normativ. Sie konzentriert sich auf die Analyse von Akteuren, von Organisationen. Sie ist zielorientiert, sie hat eine Vorstellung, wohin es gehen soll, könnte, würde und wohin es nicht gehen sollte. Sie sieht in den Eigentumsfragen und in den Fragen der Gleichheit und Ungleichheit, der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, der Produktions-, Lebens- und Konsumptionsweisen, in dem Verhältnis von Konsens, Führung, Hegemonie, Macht, Konflikt. In all solchen Dimensionen sieht sie die Schlüsselmomente für Transformation. Und sie will schließlich komplexe Alternativen entwickeln und Vorschläge, wie wir von hier nach da kommen. How to come from here to there. Worum es also geht bei einer Dialektik, einer radikalen Realpolitik im Kapitalismus und über ihn hinaus. Was tut sie, diese Transformationsforschung? Transformationsforschung versucht erstens Vorboten, Anfänge, Einstiege, Treiber, Agenten oder Konstellationen und Faktoren der Beschleunigung zu identifizieren, in denen das Potenzial eines Ganzen steckt, wie Adorno gesagt hat. Sie fragt also nach Transformationsfähigkeit in Ereignissen, in Handlungen, in Prozessen und Strukturen. Um das tun zu können, unterstellt sie sich von Anfang an, diese Art von Transformationsforschung, nämlich eine sozialistische, drei methodischen Maximen. Wenn sie nach Elementen sucht, die das Potenzial eines Ganzen haben, muss sie das Ganze mitdenken. Wenn es um gesellschaftliche Transformationen geht, heißt das, sie muss Gesellschaft mitdenken. Und sie wird Struktur- und Entwicklungsanalysen stets begleiten mit der Frage nach der Gesellschaftsreferenz, nach dem Bezug auf Gesamtgesellschaft. Wenn sie einen Prozess analysieren will, kommt sie ohne historische Referenz nicht aus. Sie muss also historische Erfahrungen mitnehmen auf dem Weg einer Transformationsanalyse. Und sie muss drittens neben der Gesellschafts- und der historischen Referenz auch eine Zukunftsreferenz haben. Ein Bezug auf das, was noch nicht ist. Sie untersucht zweitens diese Transformationsforschung, wie und weshalb Veränderungen in Ereignissen, in Handlungen zu übergreifenden, richtungsstarken, Richtungen prägenden Dynamiken sich zusammenfassen können
und sie arbeitet Umrisse möglicher Transformationspfade, sie arbeitet mögliche Kipppunkte in Entwicklungen, Brüche und Übergänge aus. Und sie versucht drittens, und da möchte ich gleich hinzufügen, sie tut das viel zu wenig, sie versucht drittens Zukünfte zu fassen durch vielfältige Operationen, indem sie spricht, indem sie Texte herstellt, indem sie kalkuliert, indem sie Prognosen macht, indem sie Trendanalysen macht, indem sie Szenarien erarbeitet, Roadmaps, indem sie Visionen erstellt, hat, prüft, verwirft, aber auch indem sie mit Bildern operiert, indem sie Hoffnungen hat, indem sie Wünsche, Vorstellungen, Imaginationen mit sich bringt. Man sollte die Wissenschaft, von der wir hier reden, nicht unterschätzen. Sie besteht nicht nur aus Texten und Zahlen und Sprechen, sondern sie greift natürlich die ganze Fülle menschlicher Sinne in ihre wissenschaftliche Arbeit mit ein. Und das gilt auch für die Operationen, mit denen wir Zukünfte präsent machen, indem wir all das, was ich gerade gesagt habe, tun. Das ist der Vorgang, mit dem Zukunft gegenwärtig wird. In dem Moment, in dem solche Zukünfte präsent werden, können sie auch folgenreich werden. Wissen kann dann strategisch werden, wenn es eine Zukunft gibt. Politik kann programmatisch werden. Handeln kann nachhaltig werden. Ohne diese Zukünfte bleibt Wissen orientierungslos, die Politik blind und das Handeln ohne Reichweite. Das, und wenn ich jetzt wieder nach der sozialistischen Transformationsforschung frage, das ist das Politische an dieser Transformationsforschung. Sie hat ein Zukunfts- und ein Ermächtigungspotenzial. Ob sie es verwirklichen kann, ist eine Frage des Gelingens. Aber was heißt das? Ich will bei dem Thema noch kurz bleiben. Was heißt das, Zukünfte? Was passiert, wenn Zukünfte präsent sind und folgenreich sind? Da betreiben die einen plötzlich Daseinsvorsorge. Oder sie führen Präventivkriege. Oder sie bereiten sich zum Beispiel durch eine Katastrophenschutzpolitik, die vorsorgen soll, auf die Folgen von erwarteten Zukünften vor, um die Bestände, die sie haben, zu sichern. Die anderen mobilisieren Zukünfte, um genau diese Bestände und die Macht derjenigen, die sie besitzen, umzuwerfen. In allen Orientierungen, Handlungen, in der Organisation, in dem Aufbau von Institutionen, die wir betreiben, in all denen spielt Zukunft eine Rolle, sie ist präsent. Im Maß menschlicher Gesellschaft ist Zukunft immer und überall. Und ausgerechnet die Linke produziert in den programmatischen Papieren, in vielen Formen ihrer Politik, so als müsste sie die Zukunft ganz mühselig herstellen. Sie operiert so, als ob Zukunft so eine eigene Sparte wäre, und als ob sie nicht überall in dem, was Menschen tun, wie sie handeln und welche Strukturen sie aufbauen, vorhanden ist. Das alles aber hat natürlich den Zweck, sich der Zukunft zu bemächtigen. Es gibt dafür Begriffe, Future Governing, Transformation oder Transition Management,
Das sind die oft sehr verharmlosenden Umschreibungen der jetzt real existierenden Machtkämpfe um Zukünfte. Und diese Machtkämpfe werden von strategischen Apparaten geführt, der Militärs, der Ökologie, der Wohlfahrtsökonomie vor allem und von einigen Dutzend stark agierender, global agierender Großkonzerne und vor allem interessanterweise von Banken, die zusammen sozusagen die Cluster für Visionen, für Prognosen, für Planung im Gegenwartskapitalismus bilden. Diese Ressourcen sind in den letzten Jahren sehr ausgebaut worden und in ihnen repräsentieren sich die Interessen der Ober- und Mittelklassen, die abhängigen Klassen. Sie fungieren in diesem kapitalistischen Zukunfts- und Transformationsbusiness als Resonanzraum, als Ressource und als Reservoir von Kunden, nicht mehr. Eine sozialistische Transformationsforschung sieht sich dieses Business, dieses Machtbusiness genau an. Sie lernt dabei eine Menge für ihre Selbstermächtigung und sie bringt dann andere Akteure mit anderen Interessen und Reichweiten ins Spiel. Und eine letzte Bemerkung zu dem, was Transformationsforschung auszeichnet. Sie ist selbst transformativ, selbst darauf aus, unmittelbar durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit oder auch natürlich mittelbar an Transformationsprozessen mitzuwirken. Das ist eine Selbstverständlichkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war ich selber ganz verblüfft, als ich in dem 450 Seiten starken Gutachten des Rates für globale Umweltforschung, Nachhaltigkeit, ein Beratungsorgan der Bundesregierung, so im letzten Kapitel gelesen habe, mit hoher Selbstverständlichkeit, dass Transformationsprozesse nicht nur stark wissenschaftsgeprägt sein sollten. Da ist dieses Gutachten auch voller Illusionen, wie alles, was Wissenschaftler über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik sagen. Sie sagen, die Politik ist schlecht, die Wissenschaft muss da jetzt endlich mal dafür sorgen, dass das alles gut funktioniert. Interessanterweise haben sie das verkleidet in die Vorstellung, diese Interventionsvorstellung, dass jetzt die Wissenschaft dabei sein sollte im großen Transformationsgeschäft, dass sie selbst, also es ein Typus von transformativer Forschung gäbe und dass es ein Typus von transformativer Bildung gäbe. Und einen Moment lang dachte ich, ey, das ist ja genau das, was wir versuchen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu machen. Transformative Transformationsforschung zu betreiben. Mir wurde erst dann beim zweiten Nachdenken etwas unheimlich, dass ein Beratungsorgan der Bundesregierung beschreibt, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht, wenn sie Angela Merkel berät. Aber dennoch ist das, glaube ich, ein zentraler Gedanke, den wir aufnehmen müssen, denn es gibt tatsächlich in jeder Gesellschaft auch eine Wissenschaft, in der Zukunft steckt und in der ein weites Feld von transformativer Forschung steckt, das jetzt verändernd wirkt, und zwar tagtäglich. Transformationsforschung baut aber immer auf einem schwankenden Gerüst. Jede ihrer besonderen Zukünfte, an der sie arbeitet, wird zwischen einem Hier und Jetzt und einem Dann und Dort aufgehoben. Zukünfte sind präsent, aber sie sind zugleich abwesend, weil sie nicht geschehen sind, noch nicht da waren und sich womöglich gar nie ereignen. Aber die Transformationsforschung kann helfen, um die Worte von Robert Musil zu nehmen, den Wirklichkeitssinn und den Möglichkeitssinn zueinander zu bringen. Sie kann im Wirklichen das Mögliche finden und im Möglichen das Realistische, also das Wirklichkeitsfähige. Das Realistische heißt ja nicht das Reformistische oder das Opportunistische, sondern das Wirklichkeitsfähige.
Die Utopie, so hat Bloch gesagt, ist nicht nur Zukunft, sie erhält die Gegenwart. Wenn also eine solche Transformationsforschung gelingt, dann deckt sie das Mögliche, Bessere im Hier und Heute auf. Das Bessere, das nicht von selbst, sondern durch eine gesellschaftliche Praxis entstehen könnte, an deren Modus und Gestalt sie selbst arbeitet. Ich denke, alle, die hier sind, wissen, dass seit Anfang des letzten Jahrhunderts es eine Reihe von substanziellen und wichtigen Anläufen, und ich rede in diesem Falle jetzt nicht von der Praxis, sondern von der Theorie, von Anläufen einer Analyse von unterschiedlichsten Transformationsprozessen gegeben hat. Wir haben hier in dem Institut, das Vorbereiter und Einlader innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung für diese Tagung ist, uns mit einer Fülle von solchen Ansätzen auch beschäftigt und mit unterschiedlichsten Namen, die ich jetzt einfach mal nennen will, damit hier Kontexte sichtbar werden. Das fängt an mit Josef Schumpeter, mit Nikolai Bucharin, Jewgeni Preobrashenski, Karl Polanyi, ja, mit Wolfgang Küttler und Rolf Reisig, mit Eric Olin Wright, mit Emanuel Wallerstein. Da muss ich allerdings korrigieren, das war meistens immer nur der Kollege Krome, der über Emanuel Wallerstein seit 12 Jahren spricht, mit Giovanni Arrighi, Beverly Silva, Helmut Wiesenthal. Es gibt eine ganze Reihe von Personen, die die Debatte um Transformation, auch in dieser Begrifflichkeit, über lange Jahre hinweg in die Debatte über Zukünfte und in den Kampf um Zukünfte eingebracht haben und um die Veränderung dessen, was gegenwärtig ist. Es gibt eine Reihe von theoretischen Ansätzen, die dabei immer eine Rolle spielen. Die Frage nach den unterschiedlichen Entwicklungstypen des Gegenwartskapitalismus, Varieties of Capitalism, Regulationstheorie, die Analyse von Wohlfahrtsregimen, die dabei auch eine Fülle von Aussagen hervorgebracht hat über die Identität und Verschiedenheit von kapitalistischen Gesellschaften. Natürlich und ganz vorne dran aktuell Krisenforschung, Akteursforschung und horribile dicto Revolutionsforschung. Neu, wichtig, auch in unserer eigenen Arbeit immer mehr, immer wichtiger sind jene Umwelt-, Klima-, Energie-, wachstumspolitischen Transformationskonzepte und Programme, die immer mehr im Mittelpunkt der Bemühungen um Veränderung stehen. Und wir haben natürlich auch über Alternativen des Öffentlichen, der Commons, der Teilhabe etc. gesprochen. Es kommt bei alledem, spitze sich eigentlich zu auf gegenwärtig und noch absehbare Zeit, und darüber werden wir ja auch sprechen, auf die zentrale Frage, wie eine sozialökologische Transformation den Rückab- und Umbau der fossil-atomaren Industriegesellschaft verbinden kann mit einer postkapitalistischen Perspektive. Es gibt eine Reihe von Fragen, die in diesen Debatten immer wieder auftauchen, und einige will ich nennen zum Abschluss. In welcher Situation befinden wir uns eigentlich? Es ist interessant, ich glaube, Rolf, ich will hier nichts vorwegnehmen, Rolf ist jemand, der ganz stark darüber spricht, es gibt eine Übergangssituation. Andere reden von einer Scheidewegssituation, das ist schon was anderes. Dann werden Entwicklungspfade entwickelt, die alle fragen, wohin geht es, welche Potenziale der gegenwärtigen gesellschaftlichen, in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen verdichten sich zu Richtungen, und wie analysieren wir die Entscheidungssituationen, die damit zusammenhängen? Letzteres ist, glaube ich, eine sehr komplizierte und schwierige Angelegenheit. Es hat sehr früh, und das war, glaube ich, auch eine eigene Leistung auf dem Feld der Linken, die Diagnose gegeben einer Vielfachkrise und einer Mehrfachkrise,
in den Debatten seit 2008. Und es hat implizit, aber auch explizit die Vorstellung gegeben, dass daraus weitreichende Veränderungsprozesse kommen, dass sich also viele einzelne Veränderungen verdichten und überlagern könnten zu großen Transformationen. Man kann sich dann fragen, was sind eigentlich kleine Transformationen? In den Texten, die über große Transformationen geschrieben wird, taucht das Wort der kleinen Transformation nie auf. Aber dennoch ist das eine Schlüsselfrage, weil wir denken ja nicht den großen Paukenschlag und die Welt ist anders, sondern wir denken, dass vieles an Entwicklungen zusammenkommt. Eine zweitletzte Frage. Es gibt ein altes Verständnis von Übergangsperioden und Übergangsphasen. Ich habe mich in der alten Bundesrepublik als Mensch, der sich mit den sozialistischen Staaten beschäftigt und hat und vor allem in der DDR, auch immer mit wachsender Verwirrung, aber auch großem Interesse die zahlreichen Periodisierungsbemühungen und die Rede von Übergangsperioden verfolgt. Und es ist interessant, denke ich, dass die dort existierende Annahme, dass wir das Wort von den Übergang verbinden müssen mit der Vorstellung von grundlegenden, höchst politisierten, scharfen, häufig auch, wenn es dann an die Sache geht, an die Wurzeln, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Insbesondere, dass wir es aber mit Phasen extremer Politik zu tun haben. Dass diese Vorstellung in vielen sympathischen, betulichen Veränderungsideen und Konzepten, die uns auch zum Beispiel in dem vorerwähnten 400-Seiten-Gutachten der Bundesregierung entgegenkommen, der Kapitalismus entwickelt sich immer ganz freundlich von einer Phase in die nächste, die all solche Vorstellungen sind komplett verschwunden. Und meine Frage wäre eigentlich, warum ist das so? Und ist das nicht eine ganz große Illusion in der Transformationsliteratur, auch in vielen Transformationstexten und Konzeptionen, die nicht revolutionaristisch einherkommen, sondern versuchen, realistische Einschätzungen zu treffen? Natürlich, und das ist das Letzte, und das ist auch das, glaube ich, ein Zentralthema unserer Tagung, zum Thema einer linken Transformationspolitik. Die Frage, wie die Prozesse materiell-stofflicher, libertär-demokratischer und sozial-ökonomisch Transformationen, wie diese drei Prozesse, die das Naturverhältnis, die Politik und die Ökonomie betreffen, so verbunden werden können, dass sie überzeugend in das Zentrum der Perspektive eines demokratischen und eben auch grünen Sozialismus rücken können und wie dafür ein Konsens gebildet werden kann. Viele Beiträge heute und morgen werden eigene Perspektiven entwickeln und diese Fragen manchmal streifen oder auch nicht. Michael Brie hat vor einiger Zeit ein wunderbares Zitat des Evolutionsbiologen John Holland gefunden. Ich habe gemerkt, du hast nie das Original zitiert, sondern immer indirekte Zitate. Ich habe auch das Original jetzt aufgetrieben und du hast richtig zitiert. Dieses Zitat möchte ich der Tagung hier auf den Weg geben. John Holland hat gesagt, bei der Evolution kommt es nicht darauf an, einfach nur ein gutes Tier hervorzubringen, sondern gute Bausteine zu finden, die sich zu guten Tieren zusammensetzen lassen. Und in diesem Sinne hoffe ich auf viele gute Tagungsbausteine, die wir dann allesamt nach unserer Konferenz zu einem guten Transformationstier zusammensetzen können.
So viel zu der sozialistischen Transformationsforschung. Mein Name ist Rainer Rilling. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer Tagung. Aber ich konnte mir dieses Zuckerwasser-Zitat einfach nicht anders vorstellen als den ersten Satz, den ich hier sage. Die erste große Transformation der Neuzeit dauerte etwa 200 bis 300 Jahre und wurde in wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten analysiert, beschrieben, dokumentiert, zuerst bei Marx, dann später sehr systematisch bei Karl Polanyi in seinem 1944 erschienenen Buch The Great Transformation. Die zweite große Transformation, um die es mir und uns und hier geht, ist natürlich erst im Gang oder in Bewegung und kann längst noch nicht irgendwo abschließend beschrieben und bewertet werden. Deshalb habe ich meinen Beitrag auch genannt, die neue große Transformation, einige Erklärungen und Deutungen. Für das, was also einst mehrere Jahrhunderte dauerte und mehrere Jahrzehnte wissenschaftlicher Arbeit, verbleiben mir zunächst erst einmal völlig gerechtfertigt 30 Minuten. Und in diesen 30 Minuten will ich versuchen, einige Ansätze, Erklärungen, Deutungen in die Diskussion zu bringen, dabei mich nicht so sehr auf das stützen, was ich in meinem Buch erarbeitet habe, sondern auf einige neuere, aktuellere Fragen, auch nicht so sehr theoretisch nur, sondern das Theoretische angewandt auf das Soziale heute. Nur diese Transformation ist eben auch verbunden, weil sie erst in Bewegung ist, mit Hypothesen. Und Sozialwissenschaft muss Hypothesen formulieren, die dann im Grunde genommen praktisch geprüft werden müssen, überprüft werden müssen. Also das Thema, die neue große Transformation, eine Erklärung und Deutung. Die Fragen der Transformation, Rainer hat es schon eben gesagt, gewinnen an praktischer und theoretischer Bedeutung. Das liegt zuerst an, meines Erachtens, tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Deshalb lautet meine Ausgangsthese, hier, ich habe 6 Thesen, erstens, Zeitdiagnose, Gesellschaft im Umbruch. Selten zuvor gab es so viel und so rasant sich vollziehenden Wandel wie heute. Technologischen, demografischen, sozialen, kulturellen Wandel. Wandel in den Machtgefügen, national und global. Das Neue aus meiner Sicht aber ist, und dieses teilen viele in der Forschung, das Neue aber ist, dass sich Konfliktstrukturen, Brüche, Trends und Krisen vollziehen, die ich als historischen Übergang, als Gesellschaft im Umbruch deuten würde. Der Kern dieses Übergangs- und Umbruchsszenarios besteht meines Erachtens darin, auch das ist sicher umstritten, dass das über mehr als 2 Jahrhunderte hegemoniale Entwicklungs-, Wachstums- und Fortschrittsmodell an seine natürlichen und gesellschaftlichen Grenzen gestoßen ist und nun endgültig auf den historischen Prüfstand gestellt ist. Dieses Entwicklungs- und Modernisierungsmodell des Westens, das über Jahrzehnte und länger als über Jahrzehnte immer wieder auch wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Fortschritt auch neben produzierte, wird nun mit seinen Folgen zum, wie es Ulrich Beck zugespitzt formuliert, zum Weltuntergangsmodell, wenn es nicht sozusagen überwunden wird. Ein Fortschrittsmodell zum Weltuntergangsmodell. Und zwar durch den ungebremsten Ressourcenverbrauch, durch eine Wachstumsökonomie, darauf komme ich noch zu sprechen, mit ungebremsten Ressourcenverbrauch, über Klimawandel bis zur Verschärfung der sozialen Ungleichheiten und Spaltungen weltweit. Dieses Entwicklungsmodell kann nur um den Preis irreversibler Schäden für Gesellschaft, Natur und Mensch fortgesetzt werden. Deshalb ist auf die historische Agenda gerückt die Notwendigkeit eines Pfadwechsels, die Notwendigkeit einer einschneidenden Transformation.
Das heißt, der Übergang zu einem anderen Typ wirtschaftlicher Entwicklung, zu einem anderen Typ sozialer Teilhabe, anderen Typ von Leben und Lebensweise und Bürgerbeteiligung. Diese Umbrüche wurden sichtbar bereits seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts. Und zuerst war es der Club of Rome, der das kritisch thematisierte mit seiner Studie 1972, die Grenzen des Wachstums. In dieser Zeit wurden Fragen diskutiert, die uns heute weit mehr noch beschäftigen. Diese Diskussion hat aber nicht, wie wir wissen, zu einem wirklichen Umschlag in Politik und Gesellschaft geführt. Trotz der wahrnehmbaren Blockaden, Krisen, Stagnationen, Widersprüche. Die staatssozialistisch-fordistischen Gesellschaften fanden auf diese neue Herausforderung keine Antwort, keine überzeugende Antwort und scheiterten. Die kapitalistisch-fordistischen Gesellschaften des Westens sahen ihre Antwort, nicht von Anfang an, das kann man hier nicht, habe ich nicht die Zeit, sahen ihre Antwort im Neoliberalismus und Marktfundamentalismus. Das heißt, in einer, wie ich es nenne, restaurativen Transformation, die in den 70er Jahren eingeleitet wurde. Eine restaurative Transformation der Wirtschaft, Stichpunkt Übergang zum Finanzmarktkapitalismus. Im Staat Übergang zum Wettbewerbsstaat. Ich kann immer das Positive sagen, vom Sozialstaat zum Wettbewerbsstaat. Und in der Gesellschaft Übergang zur marktradikalen Konkurrenzgesellschaft. Trotz Freisetzung und Anpassung von Innovationspotenzialen führte dies, wie wir ja alle wissen, letztlich zur tiefsten Finanz-, Wirtschafts-, Sozial- und Umweltkrise in der Nachkriegszeit. Die nach 1989-90 einsetzenden postsozialistischen Transformationen wurden nicht, wie es damals, damit haben wir uns ja gründlich beschäftigt am Institut, wie es damals der politische und wissenschaftliche, auch wissenschaftliche Mainstream thematisierte, das Ende der großen Gesellschaftsalternativen, das Ende der Ära der Transformation, sondern im Gegenteil, sie wurden, eine Deutung, die vielleicht auch nicht alle akzeptieren, zum Beginn einer neuen Ära der Transformation. Die Transformation oder nach der Transformation, so könnte ich abschließend dazu formulieren, ist vor der Transformation, der Transformation der kapitalistischen Gesellschaft, der Weltgesellschaft, der gesamten Moderne. Die postsozialistischen Transformationen, was noch anzufügen, konnten, da sie auf das alte Entwicklungsmodell setzten, diese Ära einleiten, aber nicht das Tor aufstoßen zur neuen Transformation, die heute ansteht. Deshalb nach der Transformation ist vor der Transformation. Ein Satz zur Transformationsforschung. Damals wurde die postsozialistische Transformation nicht vom Mainstream zumindest, nicht im Zusammenhang gesehen mit der Transformation der westlichen Gesellschaften. Doppelte Transformation, die wir damals aber thematisiert hatten. Heute allerdings stelle ich fest, dass die zeitgenössische Transformationsforschung auch nicht die neue Transformation in Kontext stellt zur postsozialistischen Transformation und damit sich wichtiger Erfahrungen, Erkenntnisse beraubt. Zweite These. Der zeitgenössische Wandlungsdiskurs, Restauration, Reform, Transformation. Sich also mit Transformation zu beschäftigen, heißt auch, die gesellschaftlichen Diskurse zu analysieren, denn gesellschaftliche Diskurse widerspiegeln nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse, sondern bereiten deren Veränderungen oft vor. Auf jeden Fall gingen bislang gesellschaftliche Transformationen immer Wandlungen im Diskursfeld voraus. Die neue Situation dieses Übergangs, des Umbruchs, gepaart mit den Schocks des Finanzcrashs, der Eurokrise und der Atomkatastrophe in Fukushima, haben die Debatte tatsächlich um die Zukunft der Gesellschaft belebt. Themen, die in den 70er Jahren am Rande diskutiert wurden von kritischen Intellektuellen, stehen so oder so heute im Zentrum einer Debatte. Das ist schon eine bemerkenswerte Veränderung. Und wir konstatieren einen vielfältigen, sehr unterschiedlichen Suchprozess und einen Streit darüber, wie die künftige Gesellschaft, aber so, dass man diskutiert wieder, künftige Gesellschaft gestaltet werden kann. Ich sehe, wieder idealtypisch verallgemeinert, in dieser Debatte, in diesen Diskursen,
drei markante Linien. Erstens, Wandel als Fortführung des marktradikalen, finanzmarktgetriebenen Wachstums- und Entwicklungsmodells, Fortführung der restaurativen Transformation bei partiellen Öffnungen für neue, unter anderem ökologische Gegebenheiten und Erfordernisse. Dieser Diskurs differenziert sich weiterhin zu einem, nur angedeutet, zu einem eher rechtspopulistischen und aber auch zu einem Ansatz von neuen Versuchen auf neue Art, das Alte fortzusetzen durch neue Methoden von Integration und Legitimation. Zweitens, Wandel als Reform und Veränderung, aber im Wesentlichen auf der Grundlage des gegebenen Modernisierungs- und Wachstumspfads. Hier steht der Diskurs seit längerem schon um eine neue und eine zweite Moderne, aber speziell die heutigen Debatten um ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, um Ökokapitalismus und Green New Deal. Dies ist eher eine reformkapitalistische Transformation als spezifische Kombination eines neuen ökotechnologischen Akkumulationsmodells und Wachstumsmodells verbunden mit einem alten neoliberalen Sozialmodell. Es spricht einiges dafür, da haben andere viel mehr gearbeitet am Institut als ich, dass dieser Diskurs zum hegemonialen Diskurs und zum hegemonialen Projekt der weiteren kapitalistischen Entwicklung werden könnte. Drittens, Wandel als Transformation, als Um- und Neugestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, verstanden für mich als Ringen um die Überwindung des marktradikalen Entwicklungsmodells und neoliberalen Wachstumspfades und des Suches nach einem neuen, zukunftsfähigen, sozioökonomischen und soziokulturellen Pfad. Dieser Transformationsdiskurs ist in sich vielgestaltig, hat an Gewicht und Einfluss gewonnen, ist aber, wie wir alle wissen, in der Gesellschaft nicht dominant, schon gar nicht hegemonial. Noch trifft dieser Transformationsdiskurs nicht wirklich die Lebenswelten, die Hoffnungen und Vorstellungen einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit. Und noch gibt es kein anziehendes, praktisches, überzeugendes Beispiel für einen anderen Pfad als den, den wir hier zu Recht kritisch thematisieren. Der Transformationsdiskurs jetzt auf theoretischer Ebene, dazu werden wir heute ja viel mehr noch hören, ich habe mich hier zurückgehalten, verlangt zunächst eine klare Vorstellung vom Begriff der Transformation. Dazu wird ja Kollege Brandt sprechen. Ich will nur, damit meine Position klar wird, Ihnen kurz formulieren. Ich kenne seine jetzt, also aus Literatur und so weiter. Der Begriff Transformation, muss man zunächst sagen, wird ganz nebulös betrachtet, sehr weit gezogen oder manchmal auch sehr eng. Ich verstehe unter Transformation ein Synonym zunächst für Umformungen, Umgestaltung, Übergänge und als Destruktion und Neukonstitution von Typen sozialer Ordnung und von Gesellschafts- und Entwicklungsmodellen. Transformation ist ein besonderer Typ des sozialen Wandels, verstanden Transformation als ein intendierter, als ein eingreifender, langfristig umkämpfter Prozess grundlegender gesellschaftlicher Veränderung und Umgestaltung, als auch verstanden, das ist wichtig, als ein eigendynamischer, evolutionärer, nicht steuerbarer und offener Entwicklungsprozess. Das allein unterscheidet den Begriff und die Konzeption Transformation von Reform, von Evolution und Revolution. Transformationsforschung hat die Aufgabe, diesen komplexen und in sich differenzierten Wandlungs-, Umwandlungs- und Übergangsprozess von Typen sozialer Ordnung, von Gesellschafts- und Entwicklungsmodellen zu untersuchen. Dazu bedarf es, das wären alles Themen für sich, keiner neuen Großtheorie, aber es bedarf dazu tragfähiger, basaler Transformationskonzepte, theoretische Konzepte. Deshalb ist es nur, wäre es notwendig, die vorhandenen Konzepte zu rekonstruieren und kritisch weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es empirischer Studien und Synopsen über die Ausbreitung und Verhinderung transformatorischer Neuerungen der Gegenwart. Ein solcher Forschungsprozess erfordert einen diskursiven Such- und Lernprozess, der mit Wahrheitsmonopol und ideologisch oft bedingten Aus- und Abgrenzungen unvereinbar ist. Dritte These. Transformation als neuer, zukunftsfähiger Entwicklungspfad. Wir befinden uns aus meiner Sicht in einer historischen Übergangs- und Umbruchssituation, in der verschiedene entgegengesetzte Entwicklungsszenarien möglich sind.
Hier überschneidet sich das mit der These-Scheidewegssituation. Auf die will ich nicht eingehen jetzt nochmal. Gerade weil es aber sehr unterschiedliche und regressive, ja chaotische Zustände geben kann, ist es notwendig, sich mit der Transformation gründlicher zu beschäftigen, sie zu begründen, sie auch sozusagen zu diskutieren, weil es damit allein schon sehr, weil es dadurch und damit viele ungelöste Fragen gibt. Das beginnt bei meinem Thema jetzt, Entwicklungspfad, mit dem zentralen Erfordernis dieser neuen Transformation, nämlich das gesellschaftliche Naturverhältnis und die sozialen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang neu zu denken und zu gestalten. Das aber heißt Übergang zu einem sozialökologischen, das heißt energie-, ressourceneffizienten und umweltkonsistenten Pfad sowie zu einem solidarisch-kooperativen Entwicklungspfad. Soziologische und solidarische Entwicklung, das ist kein ideologisches Konstrukt, sondern für mich die konstruktive Antwort auf die beiden zentralen Konfliktlinien unserer Zeit. Das heißt die Zerstörung der ökologischen Grundlagen menschlichen Lebens, der natürlichen Gemeingüter, Ressourcen, Klima, Wasser, Landschaft, Meer und die soziale Zerklüftung, ja Zerstörung der sozialen Gemeingüter, der sozialen Gesellschaft, der Weltgesellschaft. Zerklüftung, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Vertrauen, sozialer Zusammenhalt. Damit unterscheidet sich dieses Transformationsverständnis von jenem, das Transformation vor allem als Wandel und Übergang zu einem postnuklearen und postfossilen kapitalistischen Entwicklungspfad interpretiert. Aber auch von jenem, das Transformation als versteht weiterhin nur im Sinne der Lösung des klassischen sozialen Konflikts. Hinsichtlich der Tiefe dieses anstehenden Wandels ist die heute auf der Agenda stehende Transformation vergleichbar mit den beiden fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte, der neolithischen Revolution, der Erfindung und Verbreitung von Ackerbau und Viehzucht sowie der industriellen Revolution und der Herausbildung der kapitalistischen Marktwirtschaft. Worum es also geht, wenn das stimmt, kann man getrost als die neue große Transformation bezeichnen. Denn es geht letztlich um die Frage, zukunftsfähige Art und Weise des Wirtschaftens, des Arbeitens, der Teilhabe und des Lebens. Es geht um eine neue Produktions- und Lebensweise. Das erfordert den grundlegenden Wandel und Umbau des bisherigen Wachstums- und Entwicklungspfades und den Übergang zu einem neuen Gesellschafts-, Entwicklungs- und Wachstumsmodell. Für diese sozial-ökologische und solidarisch-demokratische Transformation gibt es, auch dank der Forschung hier, begründete Vorstellungen, gibt es Konzepte, aber es gibt keinen Masterplan, der nur noch umgesetzt werden bräuchte. Und das ist gut so, denn bisher hat in der Geschichte jeder Versuch, vorgefertigte Gesellschaftsmodelle umzusetzen, das Gegenteil dessen bewirkt, was man versprochen und erwartet hat. Diese neue Transformation ist für mich deshalb auch ein widerspruchsvoller und umkämpfter Diskurs-, Such- und Lernprozess. Ist ein Prozess von Selbstorganisation und Partizipation der handelnden Akteure. Dennoch ist diese, um das gleich anzufügen, dennoch ist diese Transformation nicht beliebig. Ihr Rahmen ist für mich mit ökologisch, mit sozial, mit solidarisch, emanzipativ abgesteckt. Mit dieser Transformation, mit diesem Pfadwechsel sind offensichtlich drei miteinander verbundene Umbau- und Umwälzungsprozesse und strategische Aufgaben zu lösen. Zum einen stellt sich mit dieser Transformation das Erfordernis eines schrittweisen Übergangs von der inzwischen Natur und Gesellschaft akut gefährdenden kapitalistischen Wachstumsökonomie zu einem nicht fossilen Wirtschaftssystem und einem neuen Typ nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung. Entwicklung bildet in dieser Transformation die konstruktive Alternative zur traditionellen Wachstumslogik. Nur wie eine zukunftsfähige Entwicklung ohne traditionelles Wachstum zu erreichen ist und wie sie konkret aussehen wird, ist das Problem. Dazu gibt es, wie wir wissen, die sich damit beschäftigen, interessante Diskussionen. Der jüngste ADAC-Kongress hat sich damit beschäftigt. Und einige, die hier sitzen, haben ja dazu dort auch wichtige Beiträge geleistet. Zum anderen, das eine Erfordernis, zum anderen stellt sich mit dieser Transformation das Erfordernis eines schrittweisen Übergangs zu einem neuen Modell sozial und demokratischer Teilhabe,
statt zunehmenden und weltweiten Ausschluss und Diskriminierung großer sozialer Gruppen und Regionen. Aber was bedeutet diese neue Teilhabe, diese neue Lebens- und Konsumweise jeweils spezifischen Industrie in Schwellen- und Entwicklungsländern und dies unter Bedingung von Umweltkompatibilität und Ressourceneffizienz? Das ist eine andere Frage als Massenproduktion und Massenkonsumption im fordistischen Kapitalismus und im Sozialismus. Schon dies verdeutlicht, dass gerade in den westlichen Gesellschaften sozialökologische Transformation nicht ohne kulturellen Wandel realisierbar sein wird. Die Frage nach einer neuen sozialen Teilhabe wird, glaube ich, zur wichtigsten Frage auch für die heutigen sozialen Bewegungen. Ohne neue Antwort darauf, ich sehe sie unter anderem bei Fricke Haug in 4-in-1 Perspektive, wenn ich das richtig betrachte, ohne neue Antworten darauf ist kein die neoliberale Krisenstrategie überwindender Entwicklungspfad möglich und keine Zukunft zu erschließen. Schließlich, drittes Erfordernis, geht es in dieser Transformation um den schrittweisen Übergang zu einem globalen Modell nachhaltiger Entwicklung und zu friedlichem, kooperativen Zusammenwirken, Zusammenleben der Menschen statt Konfrontation, marktradikaler Konkurrenz und Ausbeutung. Diese neue Transformation ist vor allem auch eine globale Transformation, wenn sie gleich in den unterschiedlichen Räumen sich durch unterschiedliche Schwerpunkte, Wege, Verlaufsformen sein wird. Generell gilt aber, nationalstaatliche Pfade oder gar Pfadwechsel sind heute mehr denn je global eingebettet und letztlich nur unter günstigen internationalen Bedingungen möglich. Die Transformation als schrittweise Ablösung des bis heute dominierenden institutionell sowie kulturell fest oder verfestigten Entwicklungspfades ist also nur als ein langfristiger historischer Prozess vorstellbar. Das erfordert von den Kräften der progressiven Transformation Übergänge aufzuspüren, Zwischenlösungen anzustreben, mögliche Kompromisse zu schließen. Konkret auf heute bezogen heißt das, Einfluss erst einmal zu gewinnen auf die nächste Entwicklungsperiode, die möglicherweise einen ökokapitalistischen Entwicklungspfad hervorbringt. Und diesen Pfad sozial, soweit es geht, und demokratisch zu gestalten. Und von dort aus Anschlussstücke zu suchen für das, was ich die neue sozialökologische und demokratisch emanzipative Transformation nenne. Viertens, Transformation und die Frage einer Zukunftsvision oder realen Utopie, wie es Eric White sein jüngstes Buch nennt. Im Unterschied zu den drei Gesellschaftstransformationen, also nicht so großen, im 20. Jahrhundert, also der Staatssozialisten, der Postsozialisten und der Transition von autoritären Regimen in bürgerlich-parlamentarische Demokratie in Südosteuropa, Lateinamerika. Im Unterschied zu diesen Transformationen, wo die handelnden Akteure zu jener Zeit ein klares Ziel hatten oder es ihnen weitestgehend bekannt war, gilt das für die neue Transformation meines Erachtens nicht. Für diese Transformation gibt es keine Garantie des Gelingens. Und wenn es erfolgreich realisiert werden könnte, was wir alle hoffen und anstreben, nicht erleben werden, dann ist auch dieses Ergebnis immer noch offen in seiner konkreten Gestalt. Dennoch bedarf es und vielleicht sogar gerade deshalb für dieses Transformationsprojekt einer Vision, einer realen Utopie, und zwar als normatives, orientierendes und aktivierendes Leitbild für das Handeln der Akteure. In dem hier vertretenen Transformationsansatz, das haben Sie ja schon gespürt, heißt mein Leitbild, aber das auch viele andere, ökologisch nachhaltige und solidarische Gesellschaft, ökologisch nachhaltige und solidarische Weltgesellschaft. In einem anderen, vielleicht größeren Zusammenhang heißt dieses Leitbild demokratischer oder grüner Sozialismus. Als normatives Leitbild ist Solidargesellschaft oder auch solidarische Teilhabegesellschaft die Antwort, du siehst, wir lesen die Dinge, die die Stiftung schreibt, ganz selbstverständlich natürlich, als normatives Leitbild, hier ging es um Grünsozialismus, als normatives Leitbild ist Solidargesellschaft oder auch solidarische Teilhabegesellschaft für mich die Antwort auf die grundlegenden Konflikte und Herausforderungen unserer Zeit und der Gegenentwurf zur heute dominierenden marktradikalen Konkurrenzgesellschaft. Um ein solches Leitbild bzw. Zukunftskonzept gibt es viele Diskussionen, aber sie gibt uns auch die Chance, uns von dem sozialökologischen Umbau, der oft sehr
allgemein und auf sozialer Ebene nicht immer sehr fokussiert thematisiert wird, uns davon sozusagen nicht unbedingt abzugrenzen, aber ein eigenes Profil dort einzubringen. Solidargesellschaft soll hier verknappt verstanden werden als gleichberechtigte Teilhabe aller am Sagen und Haben eines Gemeinwesens. Gemeinwesen, an einem Gemeinwesen, das am Ziel der Unterordnung der gesellschaftlichen Entwicklung unter die Reproduktion der Natur und an kooperative Lebensweise und einem friedlichen und vernünftigen Zusammenleben der Menschen orientiert ist. Diese Solidargesellschaft ist aber keine vereinheitlichte, keine harmonische Gesellschaft, sondern eine in sich differenzierte, plurale, immer wieder umkämpfte und entwicklungsoffene Gesellschaft. Also fernab von einem Bild, einer konfliktfreien, harmonischen Zukunftsgesellschaft, die wir zwar in unseren Köpfen sozusagen uns ausmalen können, aber in der gesellschaftlichen Realität niemals Wirklichkeit werden kann. Es wird eine Kombination sein. Wie viel Zeit habe ich noch? 10? Oh. Gut. Es wird eine Kombination sein, Stichpunkt nur, von klassischen Evolutionspotenzialen und neuen zukunftsfähigen, weiterführenden Potenzialen. Auf jeden Fall wissen wir aus den Erfahrungen, dass Bindestrichgesellschaften, so Thomas Marshall, der englische Soziologe, Einheitsgesellschaften überlegen sind. Eine solche neue solidarische Gesellschaft muss tiefe Eingriffe vornehmen in das Akkumulationsregime, Veränderung der Macht- und Eigentumsstrukturen, Brechung der Macht des Finanzkapitals, Bindung des Eigentums, soziale und ökologische Bindung, neues Regulationssystem und vor allem, glaube ich, eine neue Demokratie, um Polanyi zu zitieren, hervorbringen, die die ökonomische, die politische und kulturelle Macht gewinnt und das Primat in der Gesellschaft erobert. Dies muss erkämpft werden und, um es sozusagen etwas Provozierendes einzuführen, glaube ich, ein solches gesellschaftliches Modell muss erkämpft werden durch den Block der progressiven Kräfte, kann aber in demokratischen Gesellschaften auch nur ausgehandelt werden im breiten demokratischen Konsens. Dem geht aber eben eine linke Sicht auf Kampf, Umgestaltung voraus. Aber ohne Aushandeln im demokratischen Konsens kann ich mir das nicht vorstellen. Fünftens, Transformation als Problem der Strategie und Wege. Transformation, so Michael Prie, ist eine mögliche Unmöglichkeit. Eine mögliche Unmöglichkeit. Ich will auf die Möglichkeit eingehen. Die Gegenpositionen, alles, Widerstände, Blockaden wären wichtig, kann ich ja nicht. Woraus ergibt sich überhaupt die Möglichkeit, dass wir darüber diskutieren können, einer großen Transformation? Sie ergibt sich nicht, wie man annehmen könnte, wie oft geschrieben ist, aus theoretischen Konzepten, für die man hinreichende Argumente und Wahlmehrheiten findet. Nein, sie ergibt sich zuerst aus den Kämpfen und Arrangements der großen gesellschaftlichen Interessengruppen und aus günstigen internationalen Bedingungen. Das lässt sich auch an konkreten Transformationen, New Deal, fordistische Gesellschaftsentwicklung und den Aufstieg des neoliberalen Pfades nachweisen. Transformation beginnt in den Tiefen der Gesellschaft als Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger. Da ist es ziemlich hoffnungsvoll, dass die Millionenstrukturforschung, jetzt muss ich Stichpunkte noch sagen, nachweist, belegen kann, dass das demokratisch emanzipative Potenzial nicht zurückgeht in den Milieus, sondern wächst, wenn auch verhalten und widersprüchlich. Und zwar in den unteren, in den mittleren und auch in einem größeren Teil des oberen Milieus. Und es ist nicht ganz unwichtig, dass alle repräsentativen Bevölkerungsumfragen sagen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung zwischen den neoliberalen Weg ablehnt und sich viel stärker für einen ökosozialen und solidarischen Weg ausspricht. Natürlich sind das Potenziale. Und es ist immer die Frage, wie mischen sich diese Potenziale ein, wie greifen sie ein, das ist natürlich heute noch bescheiden. Dennoch kommt es zu neuen Interessenkonstellationen und gesellschaftlichen Arrangements. Es gibt, und zwar in einem breiten Spektrum von Akteuren, Suchprozesse nach Auswegen aus der Krise, nach Alternativen. Ich könnte das am Beispiel Energiewende, die ich heute für die entscheidende halte, dokumentieren, damit wir nicht nur über philosophisches Künftiges sprechen. An dieser Energiewende, ob sie dezentral, sozial, die Macht der Monopole, der Energiekonzerne einschränkend
oder ob sie diese Macht stärkend, zentral und autoritär durchgesetzt wird. An dieser Frage entscheidet sich zum Beispiel nicht unwesentlich, wie die Transformation sich weiter vollzieht in dieser Etappe. Ich glaube auch, und das muss ich sagen, weil wir da im Institut, und morgen werden ja Kollegen dazu sprechen, dass es richtig ist, die große Transformation beginnt mit den kleinen Transformationsschritten. Das haben wir genauer untersucht, das werden wir dokumentieren. Und zwar als praktisches Beispiel. Ohne dass Menschen ein praktisches, erlebbares Beispiel sehen, werden sie sich für Transformation nicht engagieren. Es müssen überzeugende, konkrete Beispiele sein. Zum Beispiel, Zum Beispiel sozial-ökologischer Umbau in Gestalt der Energiedörfer und Energieregionen. Ökologische Netzwerke, die das Regionale und Gemeinschaftliche wiederentdecken. In Gestalt von Genossenschaften und verschiedenen Formen solidarischer Ökonomie. Demokratisierung der Gesellschaft in Form von Bürgerinitiativen, von runden Tischen, von Bürgerhaushalten und weiter. Hier entsteht, wie wir nachweisen können, ein neues Wir-Gefühl. Hier entstehen veränderte Lebensstile, veränderte Einstellungen. Ja, Veränderung ist möglich, aber daran mangelt es ja generell. Das verlangt natürlich auch immer Strukturreformen, grundlegende Veränderungen. Deshalb ist Transformation zu denken als Weg von unten und als Wandel von oben am Ende in der Einheit. Die kleine Transformation, ob die kleine Transformation zur großen führt, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, denke ich, dass es die große nicht geben wird und die kleinen Transformationen. Und das muss in der Transformationsforschung berücksichtigt werden. Nun bringe ich noch einen Punkt, um eine politische Perspektive einzubringen, ganz kurz. Transformation, um vom wissenschaftlichen zur politischen Perspektive mehr zu kommen, ist ein linkes Projekt. Sozialökologischer und solidarischer Umbau ist ein linkes Projekt. Denn erstens ist die ökologische Frage nicht mehr von der sozialen zu trennen und die soziale nicht mehr von der ökologischen. Die große Mehrheit kann ihre Lebensinteressen nicht mehr länger mittels kapitalistischer Wachstumslogik und Statuskonferenz verwirklichen, sondern nur noch durch gemeinsames Ringen um einen nachhaltigen, solidarischen Entwicklungspfad. Das erfordert Umverteilung von oben nach unten und zugunsten benachteiligter Regionen der Welt. Das erfordert Bürgerbeteiligung, Gleichheit, Solidarität, alles liegt in dem. Zweitens, weil der sozial-ökologisch-solidarische Umbau, der ein wichtiger Schritt ist in der Frage Friedenspolitik. Nur wenn wir das in Angriff nehmen, sozial-ökologischer Umbau, haben wir einen Weg, einen zur Verhinderung einer neuen Ära, heranbrechenden Ära von großen Ressourcenkrügen um Wasser und so weiter im 21. Jahrhundert. Und drittens schließlich fordert und ermöglicht diese Transformation die Gewinnung neuer sozialer Milieus, die Gewinnung oder die Entwicklung neuer Netzwerke unterschiedlichster Akteure auf nationaler und globaler Ebene. In diesem Sinne also, würde ich sagen, ist die große Transformation das Projekt der Linken. Die Linke sollte endlich begreifen, meine ich Linke nicht die Partei, sondern die Gesellschaft Linke, endlich begreifen, dass diese Transformation ihr Thema ist und sich damit für sie eine, ich setze es in Klammern, letzte Chance ergibt. Letzte Chance eröffnet, noch einmal eine politisch gestaltende Kraft zu werden und eine neue Epoche entscheidend mitzuprägen. Danke. Mein Thema, das konntet ihr ja lesen, die Transformation muss am Herrschaftsknoten ansetzen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich fange an auch mit einem Zitat, wie Rainer Rilling-Brecht schärft ein, der ist ein politischer Berater von mir. Man darf nie vergessen, dass der Hauptvorwurf aller konservativen Elemente gegen den Sozialismus, er stelle eine Fortführung des Kapitalismus dar, eine einfache Wahrheit ist, die noch nicht alle Sozialisten begriffen haben. Hier in der Einladung zur Konferenz war das irgendwie aber schon begriffen und vorausgesetzt, nämlich gesprochen als Sozialismus als Aufhebung des Kapitalismus. Und zentrale Probleme ans Referat, gibt es bewahrenswerte Stärken des Kapitalismus? Worin sind sie begründet? Können sie innerhalb anderer und wenn ja, welcher Strukturen bewahrt werden? Und wie tragen sie zu einer neuen Gesellschaftsordnung bei? Das war sozusagen unsere Aufgabe. Üblicherweise kann man das ganz schnell beantworten. Das ist doch die Frage nach den Errungenschaften. Also was aus der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
das zu Erhaltende ist, herauszustellen, also das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, oder wie Marx das formuliert, nicht wie die radikalen Kapitalismuskritiker, die zugleich mit den schlechten Verhältnissen die Früchte aufzuopfern bereit sind, also dies alles nicht. Zunächst denken wir also an die Entwicklung der Produktivkräfte. Dies ist heute angesichts von Atomenergie und Klimawandel schon etwas in Verruf geraten. Müssen wir mehr Umstände machen. Gleichwohl möchte man nicht die Bequemlichkeiten der Lebensweise im entwickelten Kapitalismus missen. Dann aber auch denken wir an die Entwicklung der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Kunst, vor allem die Menge der Erkenntnisse, die wir haben. Und dann alle diese Staats- und Rechtssysteme, die wichtig zu bewahren sind und stets gefährdet, wie Presse, Meinungsfreiheit, die Gleichheit der Andersdenkenden, Streik, Versammlungsrecht, Menschenrechte überhaupt, Parlamente und so weiter. Kurz, die positive Bilanz, die wir aufstellen können, ist sehr groß. Vieles ist widersprüchlich. Ich denke, dass das hier noch weit ausgeführt wird. Aber wiewohl schon hier daran erinnert werden soll, dass die meisten dieser Errungenschaften, soweit sie ja im Kapitalismus herausgebildet sind, selbst auch widersprüchlich sind und andere werden müssen, wenn man sie in eine andere, nennen wir sie sozialistische Struktur, tragend einbauen will. Sie sind also nichts Festzuhaltendes, haben kein aufhebenswertes Wesen, sondern sie sind selbst ein Prozess. Sie zu nutzen, sie wirklich zu nutzen, braucht es eine andere Denkweise, die wir normalerweise Dialektik nennen. Ich will an dieser Stelle aber an einem anderen Punkt ansetzen und aus eigener Erfahrung, aus dem Versuch, die vier in einem Perspektive, die von Rolf eben genannt wurde, schon als mögliches politisches Projekt für die Linke vorzuschlagen, einige wenige Lehren ziehen. Zunächst ganz kurz das Projekt, falls es inzwischen nicht allgemein bekannt ist, was ich immer hoffe, aber das könnten wir eine Umfrage machen, stellt sich heraus, dass nein. Also kurz das Projekt und dann, wo und wie lernt es aus den Stärken des Kapitalismus und wie begründet es sich von daher als Transformationsprojekt? Das ist ja der Anspruch. Die ganz kurze Skizze geht jetzt wirklich ultra kurz. Das ist eine Utopie von Frauen, die eine Utopie für alle ist, wechselt also sogleich das Subjekt. Das Projekt setzt an bei den großen Arbeitsteilungen und ihrer Fassung im Hier und Jetzt, um eine andere, nicht hierarchische Ordnung vorzuschlagen. Wenn man einmal die Entwicklungslinien erkannt hat, geht es darum, eine Politik zu begründen, die ein Fernziel, nämlich die Überwindung der herrschaftssichernden Grenzen, mit der alltäglichen Reformpolitik verbindet. Es folgt also Rosa Luxemburgs Vorschlag, revolutionäre Realpolitik, und dies für uns heutige zu übersetzen in unsere Fragen. Es geht dabei um Gerechtigkeit bei der Verteilung von Erwerbsarbeit, fürsorgender Arbeit, Gemeinwesenarbeit oder Politik und Entwicklungschancen. Lange Zeit, eigentlich bis heute, wurden politische Projekte in diesen vier Bereichen getrennt verfolgt. Ich verknüpfe dieses. Die Verknüpfung ist eine der Hauptsachen darin. Die Funktion der Verknüpfung ist es, einen Kompass zu liefern, der für die unterschiedlichen Projekte auf einen Zusammenhang orientiert und in dieser Bündelung erst wirklich kritisch, ja revolutionär ist, während jedes für sich genommen früher oder später reaktionär wird. Zum Beispiel für die Feministinnen weiß es ein jede hier, da geht es dann mit über die Mütter in reaktionäre Gefilde, aber natürlich wird eine Gewerkschaftspolitik, die ausschließlich auf die Vollzeitarbeitsplätze Besitzenden zielt, ebenso langfristig reaktionär. Die Elite-Universitäten sind die Entwicklung eines jeden ins reaktionäre Gewand und unsere Stellvertretungspolitik ist und so weiter. So. Dabei gehe ich grundsätzlich davon aus, dass wir nicht zu wenig Arbeit haben, wie dies offiziell politisch verkündet wird und praktisch auch als Arbeitslosigkeit von so vielen gelebt wird, sondern dass wir umgekehrt in Arbeit geradezu ersticken. Der Schein von zu wenig Arbeit verdankt sich der offiziellen Nichtwahrnehmung der meisten notwendigen Tätigkeiten in der Gesellschaft, weil sie keinen Profit bringen. Dazu gehören fast alle Arbeiten, die fürsorgend zwischenmenschlich geschehen
und die wir als Reproduktionsarbeit zu bezeichnen pflegen. Diese werden meist unentgeltlich und von Frauen getan oder gehören teilweise zur öffentlichen Dienstleistung, wo sie auch von Frauen in niedrig bezahlten Jobs erledigt werden. Sie betreffen alle Fragen, wie wir miteinander umgehen, mit Kindern, mit Alten, mit Kranken, mit Freunden, mit geliebten Personen und so weiter. Und dazu gehören auch die natürlichen Bedingungen unseres Lebens, kurz die Fragen der Ökologie, nachhaltigen Wirtschaftens. Das bezeichne ich alles zusammen als Feld ungetaner Arbeit. Ferner rücke ich ins Blickfeld alle Tätigkeiten, die wir zur Entwicklung unserer menschlichen Fähigkeiten benötigen. Darin ist lebenslanges Lernen ebenso eingeschlossen wie die Entwicklung aller Sinne und Kultur, Kunst. Schließlich geht es um uns als politische Wesen darum, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen und müssen. Wenn wir die vier Bereiche ungefähr zu gleichen Teilen in unser Leben denken, kommt ein etwa 16-stündiger Arbeitstag heraus, vorausgesetzt, dass wir die sogenannte Erwerbsarbeit rigoros auf 4 Stunden verkürzt haben. Perspektivisch erledigen sich auf diese Weise Probleme von Arbeitslosigkeit. Wir haben dann weniger Menschen als Arbeitsplätze, mitsamt Prekariat und Leiharbeit, und so gesprochen gehen alle einer Teilzeitarbeit nach, beziehungsweise der Begriff hat aufgehört, etwas sinnvoll zu bezeichnen, und wir können uns konzentrieren auf die Qualität der Arbeit, ihre Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer Fähigkeiten. Es versteht sich von selbst, dass alle Einzelnen über ein ausreichendes Einkommen zum Leben verfügen und dass sie ebenso in jedem der 4 Bereiche sich betätigen, in der Erwerbsarbeit, in der fürsorgenden Arbeit um sich und andere, in der Entfaltung der in ihnen schlummernden Fähigkeiten, schließlich im politisch-gesellschaftlichen Engagement. Und alternativ kann man das auch so ausdrücken, dass jeder Mensch in die Lage versetzt wird, sein Leben so einzurichten, dass er oder sie je 4 Stunden in jedem dieser Bereiche pro Tag verbringt. Das ist nur ein Umriss. Die politische Kunst liegt darin, diese 4 Bereiche zu verknüpfen. Keiner sollte ohne die anderen verfolgt werden, was eine Politik und zugleich eine Lebensgestaltung anzielt, die zu Leben umfassend wäre, lebendig, sinnvoll, eingreifend und lustvoll genießend. Dies ist natürlich kein Nahziel, nicht heute und hier durchsetzbar, doch kann es als Kompass dienen für die Bestimmung von Nahzielen in der praktischen Politik, als Maßstab für unsere Forderungen, als Basis unserer Kritik, als Hoffnung, als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht und in der endlich die Entwicklung eines jeden Voraussetzung für die Entwicklung aller werden kann. Und dieser Satz nicht bloß eine folgenlose Phrase bleibt. So ungefähr, man kann das nachlesen, das ist am besten in diesem Buch mit Begründung, so dick ist es. Was wurde in diesem Projekt aus dem Kapitalismus gewonnen? Beziehungsweise an welcher Entwicklungslinie wurde wie angesetzt? Ich habe eine Weile über diese Frage gegrübelt, ungläubig zunächst, weil ich die Errungenschaften als Ansatzpunkt nicht gleich fand und dabei selbstbewusst genug war, vorauszusetzen, dass ich die Klassiker wieder und wieder studiert hatte und also kein utopistisches Projekt jenseits aller Entwicklungslinien entworfen hatte. Mein Ausgangspunkt dafür war der wirkliche Beginn menschlicher Tätigkeiten, die Auseinandersetzung mit der Natur, also Arbeit. Dann die Teilungen der Arbeit mit der Möglichkeit von Entwicklung und von Herrschaft. Sobald Kapitalismus die dominante Produktionsweise ist, also eine Reihe von Arbeiten in die Form der Lohnarbeit geraten, nicht alle, nur eine Reihe, beginnt auch Gegenwehr. Nur wenige Jahrzehnte nach Beginn der Industrialisierung gibt es eine schnell stärker werdende Arbeiterbewegung auf internationalem Maßstab, die die Kämpfe um Zeit aufnimmt. Von der 60-Stunden-Woche zu 50 zu 40 in den 70er Jahren zur 35-Stunden-Woche. Erste Anzeichen von 30-Stunden-Woche bei Verdi ist mit meiner Mitarbeit jetzt auf der Tagesordnung. Die Kritik der politischen Ökonomie durch Marx leistet die bis heute stimmigen Analysen dafür. Er hält die Kämpfe um Zeit, genauer den entsprechenden Fabrikakt für die erste gesellschaftliche Kontrolle, welche den Arbeitstag mit seinen Pausen gesetzlich beschränkt, reguliert und uniformiert. Das Projekt der 4-in-1-Perspektive gewinnt aus dem Kapitalismus zunächst den Stand der Arbeitsproduktivität. Das also, ja, also ich bin bei dem, was gewonnen wird, beginnt aus dem Kapitalismus zunächst den Stand der Arbeitsproduktivität. Also es ist an der Zeit, die Arbeitszeit rigoros zu verkürzen. Dass also die lebendige Arbeit in der Form der Lohnarbeit immer weiter zurückgedrängt
wird und werden kann, sodass mehr verfügbare Zeit, disposable time, möglich wäre. Es gewinnt die Arbeiterbewegung, vom Kapitalismus geschult und geformt. Es setzt also an bei den wirklichen Bewegungen, beim Studium der Kräfteverhältnisse, wie Rosa Luxemburg dies einschärft. Auf der anderen Seite der Arbeiterbewegung wächst eine andere Bewegung mit eigenen Schwerpunkten und Zielen, die vom Kapitalismus nicht erfassten, weil nicht mit profitausbeutbaren Reproduktionstätigkeiten benötigen diese andere Hälfte der Menschheit, die die Reparatur und Instandhaltung der Arbeitskräfte besorgt und dann mehr und mehr zu schlechteren Bedingungen in die Lohnarbeit einbezogen wird, die Frauen. Sie kämpfen nicht für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, wie die Gewerkschaften das für die Lohnarbeiter tun. Sobald sich Bewegung von Frauen herausbildet, muss sie zugleich, das kann man auch historisch studieren, für eine andere, nicht kapitalistische Gesellschaft eintreten, wie diffus auch immer, weil ihre Belange strukturell auf der Unterseite der Lohnarbeit eine Umwälzung der Gesamtstruktur erfordern. Anders lassen die sich gar nicht stellen. Dies bezeichne ich als den strategischen Herrschaftsknoten. Das heißt, das Ineinander von gesellschaftlich anerkannter, notwendiger Arbeit und ihrer Akteure, das ist diese Sache mit dem Arbeitsbegriff Klasse und so weiter, gestützt durch eine andere Gruppe von Akteurinnen, die gewissermaßen notwendig unsichtbaren, die dafür sorgen, dass das Ganze weiterläuft und zugleich auch den Opfermut aufbringen, auf eigenes Leben und Entwicklung zu verzichten. Dass der Knoten hält, verlangt ungleichzeitige und widersprüchlich fragmentierte Subjekte. Solche entstehen, wie Gramsci in den Gefängnisheften einschärft, wenn Menschen an der Herstellung ihrer gesellschaftlichen Bedingungen nicht gemeinsam beteiligt sind. Die beiden Bewegungen, die alte der Arbeiter und die neuere der Frauen, sind nicht ineinander integrierbar. Sie haben unterschiedliche Interessen und Bedrückungen. Insofern habe ich aus dem Studium beider lernend, ich war zuerst in der Arbeiterbewegung, dann in der Frauenbewegung, beziehungsweise dann in beiden, ich habe also aus dem Studium von beiden gelernt, die Hierarchie in der Teilung der Arbeit im theoretischen Modell ausgehebelt und beide Bewegungen nebeneinander gestellt. Ihre Tätigkeiten in der Gesellschaft also nebeneinander stehen gelassen. Die politische Lösung konnte nicht darin bestehen, die unterschiedlichen Tätigkeiten auf einen Arbeitsbegriff, den der Lohnarbeit, zu vereinheitlichen. Selbst wenn mehr und mehr Frauen in den Erwerbsprozess einzogen, blieben ja die vielen nicht erwerbsmäßig zu leistenden Arbeiten, sondern die Verallgemeinerung musste quer dazu darin bestehen, die notwendige Arbeit anders zu teilen, alle Gesellschaftsmitglieder, Männer wie Frauen, auf beide Bereiche zu beziehen, den der Produktion wie den der Reproduktion. Ich spreche das so langsam und unterstrichen, weil das alles Kampfpunkte sind in der Auseinandersetzung unglaublicher Art. Aus dem Kapitalismus wurde an dieser Stelle die praktische Notwendigkeit solcher Verallgemeinerung gewonnen. So wenig die menschliche Reproduktion im kapitalistischen Gesellschaftsprojekt überhaupt umfassend einbezogen ist, so deutlicher wird im weiteren Verlauf, dass die Menschen wie die übrigen Rohstoffe verschlissen werden, wie die Ressourcen aufgebraucht werden. Dem Kapitalismus verdankt sich, dass ein wachsendes Heer von Frauen, ebenfalls geschult, Lösungen für die Frage der gesellschaftlichen Reproduktion finden muss, die die menschliche einbezieht. Weitere Ungleichzeitigkeiten erlauben eine klarere Sicht auf die Perspektive. So weit entfernt Marxens Perspektive, in der, das war ja ein Marx-Satz, die Entwicklung eines jeden Voraussetzung für die Entwicklung aller ist, so weit entfernt, dass von den heutigen Repressionen im neoliberal geschrumpften aktiven Lohnarbeiteranteil und den herausgedrängten
überflüssigen Prekarier scheint, das ist eine absolut witzige These, jede Entwicklung eines jeden als Voraussetzung für die Entwicklung aller ist, wenn wir wissen, dass die Hartz-IV-Empfänger 1 Euro im Monat für ihre Weiterbildung ihrer Kinder ausgeben dürfen und die kulturelle Einbeziehung. Also so weit entfernt das scheint, ist doch gerade der wachsende Berg an Arbeitslosen der offenkundige Beweis, wie reich diese Gesellschaften sind und wie ökonomisch möglich die vorhandenen Fähigkeiten zu entfalten. In der großen Wirtschaftskrise, die alle am Bildschirm immer unverständlicher und zugleich immer handgreiflicher erfahren, weil man ja mit diesem Spielgeld gar nicht denken kann, Milliarden und nochmal Milliarden und Milliarden, wird auch offensichtlich, dass die politische Einmischung von allen gefordert ist, weil der Kapitalismus und in ihm die Anordnung von Wirtschaft und Staat keine Lösungen mehr für die von ihm selbst gebauten Sackgassen findet. Das hat er ja auch Rolf eben ausgeführt. In dieser Krise und ihren Umbrüchen lässt sich die Vier in einem Perspektive als Spannungsrahmen, als axiomatisches Feld, in dem die Erschütterungen analysierbar sind, begreifen. Die Krise ist eine doppelte Reproduktionskrise, eine des Systems und eine der Reproduktion der Menschen. Es ist allerdings noch nicht sichtbar, wie eine formierende Kraft sich bildet. Die Errungenschaften und Stärken wären in diesem Fall des 4-in-1-Projekts die Produktivität der Lohnarbeit und damit der Stand des Wissens, die Herausbildung von geschulten Widerstandsbewegungen und die Bereitstellung von Erkenntnis über die Unmöglichkeit dieses kapitalistischen Projekts, das wie in der Weltwirtschaftskrise sichtbar an sein historisches Ende gekommen zu sein scheint, damit die Sichtbarkeit der Notwendigkeit der Einbeziehung aller an der Gesellschaftsgestaltung. Alle diese Stärken sind umkämpft, bedroht, zerstörbar, das ist klar. Dabei kommt das Projekt der 4-in-1-Perspektive ganz harmlos daher. Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, Verteilung der Gesamtarbeit in umfassenden Sinn auf alle, Menschenrecht auf Entwicklung, Einmischung in die Gestaltung von Gesellschaft, friedlicher kann man kaum ankommen. Was soll das an kapitalistischer Herrschaft rütteln? Das Geheimnis ist die Verknüpfung der 4 getrennten Bereiche und ihrer Politiken, die nur zusammengeknotet so unauflösbar scheinen. Sie also gilt es gleichzeitig aufzurufen. Brecht, der so vieles von Rosa Luxemburg aufgenommen und in seine diversen Stücke, Gedichte, Prosaschriften hineingedichtet hat. Ich wollte mal ein kleines Buch bringen, was alles Brecht von Rosa Luxemburg geradezu abgeschrieben und umgedichtet hat. Der übernimmt auch ihre Gedanken zum Verhältnis von Gewalt und Revolution, deren Sprache vielleicht veraltet ist, deren Inhalt aber gültig bleibt. Da heißt es so: Nun ist sicher, dass was wir haben, Unordnung, und was wir planen, Ordnung. Aber das Neue ergibt sich aus dem Alten und ist seine nächste Stufe. Wir versuchen weniger etwas ganz anderes, zu dem es keinen Zugang gibt, durchzusetzen, als den nächsten Schritt zu tun. Das heißt, den Schluss aus dem Vorhandenen zu ziehen. Das Neue entsteht, indem das Alte umgewälzt, fortgeführt, entwickelt wird. Die Klassiker haben die Unordnung ihrer Zeit als eine Ordnung erkannt und gezeigt, die einmal mühsam und auf gewaltsame Art eingeführt und die eine Fortführung, Umwälzung, Entwicklung einer vorausgehenden Ordnung war. Deshalb kann man nicht erwarten, dass die große Ordnung auf einen Schlag, an einem Tag, durch einen Entschluss eingeführt werden kann. Die Einführung der großen Ordnung ist, weil ihre Gegner gegen sie Gewalt anwenden, ein Akt der Gewalt, ausgeübt durch die große Mehrheit des Volkes, aber ihr Aufbau ist ein langer Prozess und eine Produktion. Später schlägt Brecht dann vor, statt Ordnung überhaupt Produktion zu sagen. So, jetzt komme ich schon relativ schnell zum Schluss. Der Kapitalismus hinterlässt neben vielem anderen auch eine Art negativer Errungenschaft. Ich nenne das jetzt mal so. Auf Seiten der Akteure. Das sind die Gewohnheiten, die übernommenen Denkmuster, das liebgewordene Alte. Zu rechnen ist damit, dass die vorhandenen Strukturen verinnerlicht sind und die Menschen in ihren Individualitätsformen nicht unbedingt eine Veränderung wollen. Ich spreche jetzt also von dem Hegemonieproblem, dem sich jede Veränderungspolitik stellen muss. Das ist für ein Transformationsprojekt wie etwa die 4-in-1-Perspektive von besonderer Bedeutung, weil sie als zentrale Achse die Politik von unten anzielt.
Allerdings sehe ich das bei Rolfs Projekt auch, also es ist genauso dort von Bedeutung. Also die Gestaltung der Gesellschaft durch ihre Mitglieder. Dies lässt sich kaum von oben fördern, die Menschen müssen dies selber wollen. Hier eingreifend zu denken, setzt wiederum Dialektik voraus. Das soll heißen, die Dinge im Fluss der Bewegung denken, als sich verändernd beim Machen. So im Fall der Politik von allen mit einem konservativen, apathischen, nicht wollenden Volk rechnen und zugleich, dass alle eine Veränderung wollen können, die sie selbst machen und bejahen können und dies zugleich nicht wollen, weil sie sich dafür verändern müssen. Man kann nicht die Bedingungen seines Lebens verändern und selbst gleich bleiben, ebenso wenig wie umgekehrt. Hier ist eine Hinzuziehung von Gramsci elementar. Er geht davon aus, dass die Einzelnen aus unterschiedlichen Traditionen und Beziehungen kommend selbst ein chaotisch zusammengesetztes Erbe antreten und sich dessen bewusst sein müssen, sich kohärent arbeiten. Das Alte, erkenne dich selbst, nennt er die dringlichste politische Aufgabe. Ein Verzeichnis der eigenen Wünsche und Hoffnungen erstellen, diese besichtigen, Erinnerungsarbeit betreiben, um sich selbst bejahen zu können. Resultat? Ein Transformationsprojekt müsste so etwas wie ein Aktivierungsdispositiv anbieten, in das sich die Einzelnen hineinbegeben können und so wie sie dies tun, schon mit Veränderung beginnen. Ich wollte als Schluss ganz wenig von exemplarischen Widerständen berichten. Ich habe mindestens 60 Veranstaltungen zu vier in einem Perspektive inzwischen gemacht und überall diskutiert. Und da kann man diesen Satz, so wie man anfängt, sich das anzumessen, man mit eigener Veränderung beginnt, wirklich spüren im Raum. Aber dennoch gibt es auch Widerstände, aus denen man lernen kann. Und davon wollte ich ein Element als letztes vorführen, damit etwas Konkretes zum Reinbeißen auch da ist. Das Schwierigste sind Diskussionen in der Partei Die Linke. Dort insbesondere in Teilen des Vorstands. Sie kommen einerseits aus einem nicht bearbeiteten Liberalismus, mit dem zu rechnen ist, wenn man ein Transformationsprojekt angehen will, zum anderen aus einem gewerkschaftlichen Horizont, der an der Ineinsetzung von Arbeit gleich Lohnarbeit festhalten will, weil anders die antikapitalistische Stoßrichtung verfehlt werde. So nahm ich an, dass die Kämpfe um Zeit für zentral zu halten und ins Programm zu schreiben, ganz selbstverständlich verstanden würde, ja, dass dies eine zentrale Losung für die Linke sein müsste, von allen verstanden und dennoch für die Linke einmalig. Erfahre aber unter anderem aus einer Veröffentlichung eines Vorstandsmitglieds, also schriftlich gesprochen, ich gehe jetzt nicht über Gerüchte, gegen die vier in einem Perspektive, dass Zeitkämpfe banal und harmlos sind. Weil ich Marx seit über 40 Jahren studiere und immer wieder mit Gewinn und anders lese, kam ich nicht darauf, dass seine Vorstellungen, etwa dass die Ökonomie der Zeit, in die sich letztlich alle Ökonomie auflöst, unbekannt sein könnte. Die genannte Autorin empfiehlt, dass die Beschäftigung mit Zeit nicht viel mehr als Zeitvertreib sei und daher ungeeignet für das Programm der Linken. In ihrer Begründung schafft sie spielweise ein paar Arbeiten ab, kochen, waschen und putzen, um Selbstbestimmung an die Stelle zu setzen und erkennt in der Anordnung der vier in einem Perspektive die tätige Zeit gerecht auf die wesentlichen Bereiche der Lebensmittelproduktion, Lohnarbeit, Reproduktion, Fürsorge für alle, Selbstentwicklung und Politik zu verteilen, eine Bevormundung. Aber die Linke ist für Freiheit. Und Freiheit ist Selbstbestimmung, lautet das Gegenargument gegen die Vier-in-Ein-Perspektive und gegen die Kämpfe um Zeit. Und zudem sei die Reduktion der feministischen Kämpfe auf einen Kampf um die Zeit vereinfachend und verharmlosend. Allerdings kommt ein solcher Begriff von freier Selbstbestimmung des Individuums aus dem Liberalismus, in dem ein jeder Unternehmer seiner selbst ist, als Quelle von Autonomie und Selbstverwirklichung. Gegen dieses liberale Versprechen, jüngst stark aktualisiert im Neoliberalismus, haben Marx und Engels und die Folgenden gelehrt,
die Bedingungen zu untersuchen, in denen die Menschen gemeinsam ihr Leben organisieren und darin um die Verfügung über Zeit kämpfen. Dieser Kampf ist keineswegs harmlos, sondern schwer und wird auf gewaltsame Gegenwehr stoßen, wie vorher ausgeführt. Er ist der zentrale Kampf für ein linkes Projekt. Aber solche Gedanken aus dem Vorstand und zweifellos weit darüber hinaus lehren uns, man kann den Freiheitsbegriff ebenso verharmlosen in »Ich tue, was ich will«, wie den Begriff der Selbstbestimmung in »Ich bestimme über meine Zeit, wie ich will«. Dagegen noch einmal Brecht, der Wunsch nach Freiheit ist die Folge von Unterdrückung. Die Freiheit ist die Folge von Befreiung. Das erscheint ein Spiel mit Wörtern, aber viele haben für die Befreiung nichts geleistet, weil sie die Freiheit vor oder zugleich mit der Befreiung wollten. Also gilt es auch unter uns zu streiten gegen die Illusion des freien Willens. Für die Aneignung und Politisierung der beiden Begriffe Freiheit und kollektive Selbstbestimmung, dass sie Kämpfe gegen Kapitalismus und Herrschaft sind. Das sind sie nicht an sich, sondern wir streiten darum, dass sie es sind. Das Erbe des Liberalismus und aktuell neoliberaler Faszination zu überwinden, ist in einem Transformationsprojekt als dringliche Aufgabe gestellt, weil es eine wesentliche behindernde Denkweise ist. Noch ein weiteres Mal ist Brecht nützlich. Ausgehend vom subjektiven Willen, etwas nicht zu wollen, schreibt er, als müsse auch er die 4-in-1-Perspektive als Zumutung an sich zurückweisen. Ich will zum Beispiel leben mit wenig Politik. Das heißt, ich will kein politisches Subjekt sein. Aber das soll nicht heißen, dass ich ein Objekt von viel Politik sein will. Da also die Wahl nur lautet, Objekt von Politik zu sein oder Subjekt, nicht aber kein Objekt, kein Subjekt oder Objekt und Subjekt, muss ich wohl Politik machen. Und die Menge davon bestimme ich auch nicht selber. Es ist bei dieser Sachlage wohl möglich, dass ich mein ganzes Leben zubringen muss in politischer Betätigung und es dabei verliere. Ein letzter Satz zum Haupterben. Der zweite Haupterbe kommt aus dem ML und der gewerkschaftlichen Linken. Darin die Verhärtung um einen angeblich marxischen Arbeitsbegriff, der auf Lohnarbeit setze und sie als Zentrum aller Herrschaft und Befreiung fasse. Dieses Denkmuster hat unbedingt ein historisches Recht und steht gleichwohl einem Transformationsprojekt entgegen. Es verunmöglicht den oben skizzierten Herrschaftsknoten, der strategisch die Reproduktion von Kapitalismus hält, auch nur zu besichtigen, geschweige denn in das Zentrum der Kämpfe zu ziehen. Im Sinne der 4-in-1-Perspektive ist anzustreben, bei jedem Politikvorschlag je nach den Umständen die Bereiche zusammenzufügen und dabei vor allem auf die Bewegung von unten zu achten. Die allgemeinste praktische Forderung ist die nach der gesellschaftlich gerechten Verteilung von Arbeit und der Arbeitsarten mit Verkürzung der individuellen Erwerbsarbeitszeit. Ich überlege gerade, wie viel Uhr ist es, Rainer? Noch eine Minute. Gut. Gewerkschaftliche Gewohnheit, ich mache noch einen witzigen Vorschlag da drin. Gewerkschaftliche Gewohnheit versteht dies nicht als Aufforderung, die freigesetzte Zeit mit den anderen drei Bereichen des tätigen Lebens zu füllen, sondern ergänzt sie um die Forderung nach vollem Lohnausgleich. Das hat den paradoxen Effekt einer selbstbewussten Lähmung. Sie rührt aus der Gewissheit, dass dies bei wirklich substanzieller Verkürzung der individuellen Erwerbsarbeitszeit, wie sie zur Aufhebung der Arbeitslosigkeit nötig ist, nicht gelingen kann. Es sei denn, man rüttelt an dem enorm wachsenden Auseinanderklaffen von Lohn und Gewinn. Und dafür allerdings braucht es eine sehr selbstbewusste Arbeiterklasse, die jetzt gleichzeitig entstehen müsste. Das zeigt aber auch, dass die Einzelbereiche nicht getrennt angegangen werden können, sondern jeweils so vorgeführt werden müssen, dass sie ihr Gegenüber produktiv in Bewegung bringen. Ich habe das versucht, mit dem Vorschlag Teilzeitarbeit für alle zu fordern. Teilzeitarbeit für alle. Das war der Swiftschen Logik folgend selbst paradox. Es nimmt die Frauenlage auf. Ferner bringt es dazu, das Volle und die Teile zu durchdenken. Und schließlich zwingt es dazu, Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit anders auf den Weg zu bringen, als sie mit der Lüge, es sei keine Arbeit da, zu vertagen. Der Vorschlag, Teilzeitarbeit für alle zu fordern,
entfacht unmittelbar das Engagement der vielen. Das könnten wir hier auch probieren. Es gäbe sofort Diskussionen dazu. Nämlich, begeistert sind die Teilzeitarbeitenden und ebenso die qualifizierten Besserverdienenden, für die Zeit der größte Wohlstand ist. Je näher die Einzelnen den Gewerkschaften waren, desto eher erinnerten sie sich, dass Teilzeitarbeit für die Betroffenen minderwertig und ausweglos war und also bekämpft gehörte. Dies haftete nun gleichsam an dem Wort wie eine feste Eigenschaft und hinderte die Sprengkraft jener Paradoxen, sich ja in Wirklichkeit selbst aufhebenden Kampflosung Teilzeitarbeit für alle überhaupt zu erkennen. Das ließ sich kurz nicht übersetzen in die positive Forderung, dass alle mehr Zeit zu ihrer Verfügung hätten. Zum Transformationsprozess gehört also auch Sprachpolitik. Sprache hat eine große Kraft. Man versuchte das bei der Frage der Teilzeitforderung im heftigen Streit auf Halbzeitarbeit für alle zu einigen. War der Vorschlag von Verdi, wenn du wenigstens das sagen würdest, dann machen wir mit dir eine Veranstaltung. Wiewohl alle spürten, dass dem Feuer damit die Luft zum Brennen ausgegangen war. Die Frage glimmt weiter und neuerlich. 2010 hat man sich im selben Kontext Verdi jetzt auf kurze Vollzeit für alle einigen können. Eine Losung, wo man die alte Forderung wie ein fremdes Echo ferne nachklingen hört. An diesem Beispiel aber wird erkennbar, dass nicht eine einzelne Maßnahme entscheidend ist, sondern der Lernprozess als Bewegungspolitik. Die Menschen messen sich eine Änderungsmöglichkeit an und indem sie dies tun, ändern sie sich. Auf diese Weise sind sie bereits im Übergang. Punkt. Ich kenne Dieter Klein noch nicht so lange wie Frigga Haug. Ich war aber als junger Student damals noch in Frankfurt am Main auch eher Zuhörender in dem Projekt Sozialistische Moderne, was Rainer Land und andere mit angestoßen haben, mit dem auch Dieter aktiv war. Dieter, da du erst am Samstag Geburtstag hast, habe ich mir die Sachertorte, die ich dir mitbringen wollte, gespart, weil man ja vorher keine Geschenke verteilen soll. Und freue mich aber, und es ist mir wirklich eine außerordentliche Ehre, dass ich hier teilnehmen darf an dieser Veranstaltung, an dieser Diskussion zu diesem sehr wichtigen Thema und auch Dieter Klein ehrend. Ich sage gar nichts mehr zu meiner Motivation, das hat Rainer Rilling in der Vorstellung schon gemacht. Mich interessieren eben die Fragen von Transition, Transformation, einerseits aus einer wissenschaftlichen Perspektive, politikwissenschaftlich natürlich die Frage der Steuerungsmöglichkeit, aber eben auch aus einer sehr politischen Perspektive im Umfeld einer politischen Stiftung und in anderen Aktivitäten. Ich möchte einen kritischen Transformationsbegriff, einige Elemente eines kritischen Transformationsbegriffs skizzieren in einer Gegenüberstellung von, das hat Rolf Reisig schon sehr, sehr schön dargestellt, von ökokapitalistischer und emanzipatorischer Transformation. Möchte es aber analytischer machen. Also ich möchte, das ist ein Unterschied und wir sollen uns ja auch ergänzen auf dem Podium, weniger die normative Ebene, was bräuchten wir in den Blick nehmen, sondern was tut sich eigentlich gerade zurzeit in der herrschaftlichen Umwandlung des Kapitalismus. Also ich gehe von der starken Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus aus, regulationstheoretisch, aber auch gramscianisch inspiriert. Das ist sozusagen mein Anliegen in den, Micha hat mir extra zwei E-Mails geschrieben, dass ich nicht länger als 30 Minuten sprechen soll. Ich hoffe, ich bleibe drunter. Ich möchte aber einleitend durchgehend durch die ganzen Materialien, durch die Studien, die es gibt, eine Unterscheidung einführen, die mir wichtig erscheint für unsere Diskussion, nämlich die Unterscheidung zwischen Transition und Transformation. Das geht ganz kräftig durcheinander in der Diskussion. Das erwähnte Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltfragen der Bundesregierung spricht von Transformation, aber sie meinen eigentlich Transition. Und ich will nur in einem ersten Schritt begriffliche Klarheit schaffen, was ich unter Transition, Transformation verstehe, damit wir es dann diskutieren können. Dann möchte ich auf ein dominantes Transitionsprojekt eingehen, das, was als Green Economy diskutiert wird, was uns in der nächsten Jahreshälfte bis zur Rio+20-Konferenz dann Anfang Juni und wahrscheinlich auch darüber hinaus beschäftigen wird. Ich mache das relativ kurz. Aus meiner Sicht ist die Debatte um die Green Economy die Aktualisierung der Debatte um nachhaltige Entwicklung. Die Aktualisierung in der Krise des Neoliberalismus und die Aktualisierung in der Krise von nachhaltiger Politik. Das Projekt der nachhaltigen Entwicklung ist gescheitert, das wird heute eingestanden und aus meiner Sicht gibt es eine Neuauflage
und das heißt Green Economy. Mein Argument wird sein, dass das Projekt der Green Economy, vor 2 Jahren hätten wir vielleicht noch gesagt Green New Deal, aber das ist ja eine sehr auch deutschlastige oder europäischlastige Debatte. Green Economy ist eine wirklich globale Debatte. Aus meiner Sicht, das wird mein zweites Argument sein, scheitern die Transitions-, also die politischen Steuerungsstrategien einer Green Economy, und trotzdem verändert sich der Kapitalismus hin zu einem grünen Kapitalismus. Das wird mein Kernargument sein. Was sind dann die Bedingungen? Was können wir daraus lernen? Wann könnte sich ein grüner Kapitalismus verstetigen? Wie gehen damit emanzipatorische Antworten um? Da ist schon viel gesagt worden. Und das möchte ich dann in der letzten Folie kondensiert darstellen. Was ist aus meiner Sicht, können wir daraus gewinnen für einen kritischen, analytischen, nicht so sehr normativen, sondern einen analytischen Transformationsbegriff? Das ist das Programm der nächsten 20 Minuten. Die Unterscheidung. Aus meiner Sicht macht es Sinn, den Transitionsbegriff dafür zu nehmen, wenn es um politisch intentionale Steuerung geht. Also wenn es um strukturierte Politik geht, das, was Rolf vorhin auch teilweise für Transformation begriff. Ich will es nur klären. Die politisch intentionale Steuerung von gesellschaftlichen Prozessen und ihrer Veränderung, also die Intervention, das verstehe ich unter Transition. Also Intervention in veränderte Entwicklungsphase, Pfade auch in Logiken, in Strukturen und Kräfteverhältnissen, aber immer denken sozusagen von den politischen Akteuren, weitgehend natürlich auch vom Staat. Und unter Transformation verstehe ich einen umfassenderen sozioökonomischen, politischen und soziokulturellen Veränderungsprozess oder Veränderungsprozesse, um die es in den ersten 2 Referaten bereits ging, in die Steuerung und Strategie natürlich eingehen, aber nicht darauf reduzierbar sind. Also ein Transformationsbegriff ist aus meiner Sicht ein wesentlich breiterer Begriff von gesellschaftlicher Veränderung. Und dann ist die Frage natürlich für uns, können wir dem eine emanzipatorische Richtung geben? Da ist viel zu genannt worden. Aber wir müssen auch verstehen, dass die herrschaftlichen Veränderungen, das, was ich als Ökokapitalismus bezeichne oder was auch Rolf schon als Ökokapitalismus bezeichnet hat, dass auch das Transformationsprozesse sind. Und eben nicht nur Transitionsprozesse, es ist eben nicht nur die Frage der intentionalen Steuerung, sondern der Kapitalismus zurzeit wandelt sich partiell, selektiv, ausschließend, auch gewaltförmig, aber er wandelt sich. Und das müssen wir aus meiner Sicht begreifen. Das also als erste Unterscheidung, Transition, Transformation. Aus meiner Sicht ist das derzeit dominante, ob hegemonial, muss man sehen, aber noch schon dominante oder ein starkes Transitionsprojekt, das ist der Green Economy. Wir können die Studien durchgehen, die gerade wöchentlich erscheinen und bis Rio sicherlich weiter erscheinen. UNEP hat, also das United Nations Environmental Program, das Umweltprogramm der UNO, hat 2008 die Green Economy Strategie entwickelt. Die EU hat gerade jetzt vor 3 Wochen die Ressourcenstrategie publiziert. Die Bütikofer-Kommission des Europäischen Parlaments hat eine Ressourcenstrategie formuliert. Da kommen ganz stark Begriffe von Green Economy vor. Die OECD und, wie schon erwähnt, Rio Plus 20. Der WBGU ist erwählt worden, die einen Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation wollen, oder DESA, die UNO, eine UNO-Abteilung für Wirtschafts- und Sozialfragen, spricht von einer Great Green Technological Transformation. Das ist, wenn man die Studien durchgeht, und man könnte jetzt noch ganz viel anfügen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung macht was dazu und anderes. Interessant ist an der aktuellen Debatte, diese Debatte, ich betone, das geht wirklich erst 2008, 2009 los, sie ist also kriseninduziert, sie ist keine Debatte, die 2005 losgeht, und sie erkennt an, dass das Projekt der nachhaltigen Entwicklung, das Rio-Projekt von 92, gescheitert ist. Das finde ich bemerkenswert. Und es ist durchaus auch neoliberalismuskritisch. UNEP sehr deutlich, ich will jetzt hier keine Zitate machen, aber sie sagen, the dominant paradigm didn't work. Wir brauchen ein neues Paradigma. Dieses Paradigma ist zu kurz gegriffen, das ist eben aus meiner Sicht ein Transitionswechsel, also sie denken über die angemessene politische Steuerung, über die angemessenen politischen Rahmenbedingungen, kann eine grüne Ökonomie geschaffen werden, können grüne Innovationen geschaffen werden, können grüne Jobs geschaffen werden. Im deutschsprachigen Raum ist sicherlich Martin Jennecke einer der wichtigsten Vertreter, der hier in Berlin wahrscheinlich auch bekannt ist. Also,
Green Economy als Transitionsprojekt bedeutet wesentlich, über die richtigen politischen Rahmenbedingungen, mit denen, um die dann gefochten wird, können eben die entsprechenden technologischen Innovationen, die Effizienzgewinne erreicht werden. Und dabei geht es weiter, das hatte Rolf auch schon gesagt, weiterhin eine Ökonomisierung der Natur zu ihrer Rettung. Ja, das alte neoklassische Argument, wenn die Natur einen Preis hat, if we get the prices right, dann wird die Natur gerettet, weil dann gibt es nicht mehr diese unangenehmen, schmutzigen Externalitäten. Das in aller Kürze und ich bitte um die Verkürzung gegenüber jenen, die die Debatte verfolgen. Wichtig ist mir, das ist im unteren, das ist leider jetzt zu klein geschrieben für den schlauchigen Raum, wichtig ist mir für unser Thema und nachher für meine letzte Folie des Transformationsbegriffs, was eigentlich vergessen wird in den Studien, in den Beiträgen. Die Studien, die Debatten sind aus einer marxistischen Sicht formvergessen. Sie haben keinen Begriff der sozialen, der kapitalistischen Form, der Wertform, der politischen Form der Weltmarktkonkurrenz, in denen sich ganz wesentlich unsere Gesellschaften reproduzieren. Also die Fragen von Geopolitik, von Geoökonomie spielen keine Rolle. Der Dynamik der Inwertsetzung der Natur, also dass Natur weiterhin sozusagen in Waren umgearbeitet wird, um sie auf dem Markt, ihre Elemente auf dem Markt zu verkaufen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt nachher für unsere eigene Diskussion. Also die dominante Transitionsdebatte ist eine Steuerungsdebatte, Stichwort richtige Rahmenbedingungen, und sie ist formvergessen. Also die sozialen Formen, in denen sich kapitalistische Verhältnisse reproduzieren, spielen da überhaupt keine Rolle. Es gibt weiterhin auf der internationalen Ebene so eine Art naives, wir kooperieren und dann wird das schon alles gut. Sie bricht sich, das finde ich ist jetzt ein wichtiges Argument, was wir auch gegenüber dem Green New Deal vorgebracht hatten vor ein, zwei Jahren. Diese Transitionsperspektive bricht sich natürlich an den herrschenden Verhältnissen, die weiterhin auch neoliberal sind. Auch wenn UNEP, also das Umweltprogramm der UNO, fordert, wir brauchen ein neues Paradigma, wissen wir natürlich, dass das neoliberale Paradigma, vielleicht ein bisschen angekratzt ist, aber durchaus, Stichwort Austeritätspolitik und anderes, durchaus lebendig ist. Und auch das ist eine wichtige Kritik, die wir formuliert hatten an nachhaltiger Entwicklung, an Green New Deal. Wenn überhaupt es zu einer Ökologisierung des Kapitalismus kommt mit dieser Steuerungsperspektive, dann sehr selektiv. Vielleicht in einigen Branchen wie der Energiebranche in Deutschland oder in einigen Ländern, aber es ist eben sehr selektiv und es wird nicht die fundamentale ökologische Krise bearbeiten. Das wäre sozusagen mein Fazit aus dem Durchgang durch die Debatte durch die Green Economy. Trotzdem, das war mein zweites Argument eingangs, gibt es zurzeit eine durchaus pfadabhängige, der Begriff ist auch gefallen, pfadabhängige Transformation zu einem grünen Kapitalismus. Und wenn wir das verstehen wollen, müssen wir die dominanten Entwicklungen in der Krise oder auch schon vor der Krise verstehen. Ich nenne das mal einen Commodity-Consensus, also einen Warenkonsens, also Waren ohne H, also einen sozusagen Konsens, dass eben es weiterhin darum geht, Rohstoffe, Natur für den Markt zu produzieren und dass das eine zentrale Basis des dominanten industrialistischen, kapitalistischen Wohlstandsmodells ist. Also die aktuelle Transformation zu einem grünen Kapitalismus, ob mit der Transition Green Economy oder mit neoliberalem Business as usual, aber sozusagen als langsame Transformation unserer Gesellschaft, hängt immer noch damit zusammen und wird immer noch vorangetrieben von einer Strategie, dass Ressourcen, natürliche Ressourcen, zugänglich sein müssen und möglichst billig. Ja, es geht immer noch, sozusagen, wir merken es immer noch an den Lebensmitteln, die Nahrungsmittel, es muss immer noch billig sein. Ja, und die Qualität kann man schauen, da gibt es Nischen, sozusagen, die eher für anspruchsvolle Nahrungsmittel sind und so weiter. Eine zweite wichtige Bedingung ist, dass wir weiterhin, auch das unterschätzt oder negiert, die Green Economy Debatte, dass weiterhin die Aneignung der Natur und auch sozusagen die globalen Verhältnisse unter Bedingungen geopolitischer und geoökonomischer Konkurrenz vorangetrieben werden. Es ist eben nicht Global Governance im Sinne von Kooperation, es ist Konkurrenz, Aufstieg der Schwellenländer, natürlich vor allem Aufstieg Chinas, ist hier ein Stichwort. Ein dritter Punkt, den die Green Economy Transitionsstrategie unterschätzt, ist, dass der Staat es eben nicht richtet. Der Staat ist kein Problemlöser, sondern, das wissen wir aus der kritischen Staatstheorie, der Staat ist Teil des Problems. Der Staat wirkt in seiner heutigen Version, der Wettbewerbsstaat ist bereits gefallen, sichert erstmal die unnachhaltige Entwicklungsweise ab.
Und es mag in einigen Bereichen schon Ausstieg aus der Atomenergie geben, aber zentral ist der Staat erstmal der Staat der kapitalistischen Produktionsweise, die politische Form der kapitalistischen Produktionsweise, und das wird abgesichert. Eine andere sehr dynamische Konzeption, wir können es jetzt wieder diese Tage in den Zeitungen lesen mit den steigenden Nahrungsmittelpreisen, ist, dass aufgrund der steigenden Nachfrage einer globalen Mittelklasse, durchaus aber auch durch Verknappung, die Preise für Rohstoffe hoch sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Argument für unsere Debatte, und da hätte ich eine Differenz zu Rolf. Ich arbeite viel zu Lateinamerika. In Lateinamerika wird die soziale Frage, also die Verteilungsfrage, in den progressiv geführten Ländern, Brasilien, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Argentinien, damit gelöst oder bearbeitet, die sozialen Spielräume der progressiven Regierung wachsen, weil es zu einer zunehmenden Naturausbeutung kommt. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ich rufe das am Ende nochmal auf. Also auch wenn wir ein rot-grünes Projekt formulieren, müssen wir erstmal anerkennen, ein dominantes rotes, nämlich Verteilungsprojekt in Lateinamerika, ist anti-grün. Es ist extraktivistisch. Es ist auf Naturausbeutung für den Weltmarkt und für die hohen Weltmarktpreise angelegt. Und wie gehen wir mit dieser Antinomie um? Ja, wir hatten ja den Postwachstumskongress von ATTAC im Mai, und auch da ist diese Frage noch nicht richtig begriffen worden, und schon gar haben wir Riesenprobleme mit Antworten darauf. Ich hoffe, dieser Punkt wird klar. Ja? Also es ist nicht per se, wir können natürlich postulieren, Rot und Grün muss zusammengehen. Aber die entscheidende historische Erfahrung zurzeit in einem Kontinent wie Lateinamerika ist, dass die Verteilungsfrage gelöst wird auf Kosten der Natur. Und auch hier sind die keynesianischen Ansätze, die Linkspartei ist gefallen, die natürlich wichtig sind. Ja, und die keynesianischen Ansätze, die natürlich erstmal die Ingredienzen des Kuchens, wie er gebacken wird, weniger in Frage stellen, sondern die Verteilungsfrage dann sehr stark fokussieren. Ein weiterer Punkt, zu dem ich jetzt immer wieder sozusagen arbeite und das ich weiter vorantreiben möchte, dass natürlich dieser Commodity-Consensus, also dieser Konsens, wir treiben die Naturausbeutung voran, also Konsens, auch als passiver Konsens, der ist sozusagen nicht aktiv von den Menschen gestützt, aber de facto in ihrer Praxis, in ihrem Alltag, das, was ich mit Markus Wissen als imperiale Lebensweise bezeichne. Also eine Lebensweise, die darauf basiert, dass es Zugang zu günstigen Lebensmitteln und auch zu Produkten, die mit billiger Arbeitskraft produziert werden, auf dem Weltmarkt sozusagen nachgefragt werden können. Also die billigen Rohstoffe, die billigen Lebensmittel in unserer Gesellschaft. Das ist nicht, dass die Menschen alle sozusagen schlecht sind oder Imperialisten, sondern es ist ihre Alltagspraxis, dass sie ganz selbstverständlich auf die Produkte des Weltmarktes zurückgreifen, die in der Regel unter nicht ökologischen, unter vielleicht nicht so sozialen Bedingungen produziert werden. Und das, Agnoli hat das die Friedhofsruhe genannt, sozusagen Ende der 60er, das trägt vielleicht dazu bei, dass es in unseren Gesellschaften sowas wie auch Friedhofsruhe gibt. Obwohl, wir sollten das nicht zu früh sagen, was in den USA gerade passiert, hätten wir vor 4 Wochen auch nicht vorweggenommen. Ich belasse es dabei, damit ich in der Zeit bleibe. Ein paar Bilder, um diesen Commodity-Konsens, also diesen starken gesellschaftlichen Konsens, Natur wird, also es gibt ein ökokapitalistisches Projekt, aber im Grunde genommen geht es um Natur-Aneignung, auch Naturausbeutung. Das ist eine Werbung am Flughafen in Brüssel, ist ja kein unwichtiger Flughafen für die EU. Windenergie, the world of tomorrow needs answers that last. Also wir brauchen nachhaltige Antworten mit Windenergie. Aber wer treibt das voran? Siemens. Das ist eine Siemens-Werbung, also unter Kontrolle von Unternehmen. Also eine Dimension des grünen Kapitalismus. Eine andere in Brasilien, der brasilianischen Regierung. Die meisten wissen, dass in Brasilien 300 Meilen vor der Küste, also nicht in der 200-Meilen-Zone, es wird noch zu Konflikten führen, 300 Meilen vor der Küste in Brasilien enorme Erdölfunde gesichtet wurden. Und jetzt geht es darum, wem gehört das Erdöl? Also das Öl muss unser sein, steht oben links, mit einem spritzenden Erdölturm. Und da steht drin Gesundheit, Bildung, saubere Energie, Agrarreform. Also die Verteilungsfrage wird gelöst durch die Extraktion von Erdöl. Ja, das ist sozusagen der große Zapfhahn, der jetzt der brasilianischen Regierung zur Verfügung steht. Unten rechts, das Bild ist ganz nett, da kommt natürlich sofort der US-amerikanische Adler und will den Öltropfen, und da sagt das brasilianische Volk, nein, es ist unsers. Also auch die antiimperialistischen Gefühle werden aufgerufen. Ein Bild, das ich sozusagen jetzt nicht groß kommentieren muss, es ist Tagesbergbau in Bolivien,
und natürlich auch, das sollten wir auch natürlich zur Kenntnis nehmen, Widerstände. Das ist ein Foto des jüngsten Marsches von indigener Bevölkerung aus dem Amazonastiefland in Bolivien nach La Paz, um sozusagen dort auch gegen Naturzerstörung einzustehen. Also, was heißt das nun für unser Thema Transformation? Aus meiner Sicht, selbst wenn die Transitionsstrategien, also Green New Deal, Green Economy, vielleicht gar nicht so stark andocken, gibt es aus meiner Sicht trotzdem einen grünen, also einen möglichen, ich spreche wirklich in der Möglichkeit, möglicherweise einen grünen Kapitalismus als breit akzeptierte Praxis. Also als das, Mario arbeitet es immer wieder aus in seinen Arbeiten, als molekulare Krisenstrategie, ja, die vielleicht unterstützt ist politisch, aber vielleicht sich auch politisch gar nicht so durchsetzt, weil eine braune Industrie, also eine fossilistische Industrie, stark wird. Aber trotzdem, und das müssen wir, glaube ich, wenn es eine Differenz gibt, in den Blick nehmen, selbst wenn die Steuerungselemente gar nicht so stark sind, Transition, ob es eben diese Transformationsprozesse gibt in den Unternehmen, in anderen Bereichen. Was wäre nun, und wir wollen ja auch über sozusagen sozialistische Transformationen nachdenken, was wäre jetzt erstmal innerhalb eines grünen Kapitalismus aus meiner Sicht Bedingungen, damit sich ein grün-kapitalistisches Projekt verstetigt? Aus meiner Sicht, und da sage ich hier im Institutsrahmen auch nichts Ungewöhnliches, findet es als passive Revolution statt. Es findet statt als Revolution von oben, als Modernisierungsprozess von oben, die dann wirksam wird, wenn spezifische Kapitalfraktionen, nennen wir es mal grüne Kapitalfraktionen, stärker werden und sich vielleicht sogar so ein ökokapitalistischer Machtblock herausbildet und die nicht ökologischen Kapitalfraktionen natürlich weiter existieren, aber sich dem anpassen, also subaltern werden und in bestimmten staatlichen Strategien und Politiken schwächer werden. Aus meiner Sicht, ich lebe jetzt in Österreich, da ist der Kooperatismus noch expliziter als in Deutschland, aus meiner Sicht müssen wir noch mehr darüber nachdenken, inwieweit eine Bedingung eines grünen Kapitalismus ein grüner Kooperatismus ist. Also inwieweit und zu welchen Bedingungen beispielsweise oder vor allem die Gewerkschaften, Frigga hatte bereits Verdi erwähnt, Teil dieses Projektes werden. Ja? Und wirklich zu welchen Bedingungen, also sind es sozusagen emanzipatorische Ansprüche der Gewerkschaften, zu sagen, wir wollen einen wirklich sozial-ökologischen Umbau oder lassen sie sozusagen mit sich spielen? Werden sie Teil eines passiven Prozesses, in dem sie, auch, das hat auch Mario mal so nett geschrieben, Spielball, die Belegschaften werden Spielball der Unternehmensleitung in der grünen Modernisierung. Ja, halte ich für einen wichtigen Punkt. Also wie schätzen wir das ein? Und dann Fragen natürlich, die sind schon angesprochen worden, gibt es sozusagen dann sich stabilisierende Formen, jetzt gramscianisch, regulationstheoretisch gesprochen, von politischer, sozioökonomischer und kultureller Regulation? Also gibt es eine Art Aufdauerstellung, gibt es Planbarkeit in einem ökokapitalistischen Projekt? Und dann, und das wird auch für die Herrschenden, aus meiner Sicht, ich sehe es nicht so passiviert, wie Rolf es beschrieben hat, es braucht die passiven Konsense zumindest, oder ich weiß nicht, Frigga, oder also die Masse wird, ist nur die Masse der Konsumenten oder die passivierte Masse. Ja, aber trotzdem müssen die Menschen in ihrer Alltagspraxis es mitmachen. In den kapitalistischen Zentren, in der globalen Mittelklasse müssen sie irgendwie an diese ökokapitalistischen Projekte andocken. Das halte ich für ganz wichtig. Wenn sie das nicht machen, wird sich das nicht durchsetzen. Wenn es weiterhin große Konsense gäbe oder gibt weltweit für Atomenergie, Deutschland, Österreich sind ja die Ausnahme, wenn es Konsense gibt für Atomenergie, dann wird es Alltagspraxen und gesellschaftliche Praxen geben hin zu Atomenergie. Ich hoffe, dieser Punkt war klar. Also ich habe, ich glaube, ich überlasse das, ich will jetzt wirklich nicht länger als eine halbe Stunde sprechen, ich bringe das in der Diskussion. Ja. Ich wollte nur vor allem meine letzte Folie dann gut ausführen. Bisher habe ich argumentiert, Transition, Transformation und sehe das Transitionsprojekt einer Green Economy als durchaus wichtig. Und wie gesagt, es wird uns das nächste halbe Jahr zu den Ohren herauskommen, ob wir es wollen oder nicht. Und es wird, so wie es jetzt formuliert ist, an den eigenen Ansprüchen scheitern. So wie nachhaltige Entwicklung an den eigenen Ansprüchen gescheitert ist und so wie der Green New Deal, der ja eine sehr strategische Intervention war, der europäischen Grünen in die Krise. Sven Giegold, einer der Protagonisten, sagt inzwischen selber, der Green New Deal ist mit dieser Absicht gescheitert, also in der Krise etwas zu politisieren. Und trotzdem, wenn diese Transition, diese explizite Strategie sich vielleicht vorläufig nicht durchsetzt, sollten wir eben in den Blick nehmen, eine vielleicht molekulare, ökokapitalistische Transformation.
Das hat natürlich auch etwas dann mit Politiken zu tun, aber ich finde, es ist eine deutliche Ausweitung des Blickes, auch eine deutliche Ausweitung dessen, wo wir politisch intervenieren wollen, weil es dann nicht nur darum geht, grüne Politik auf politisch-institutioneller, auf staatlicher Ebene zu machen, sondern viel umfassender, wie ja Frigga und Rolf bereits angedeutet haben. Das war bisher mein Argument und möchte jetzt sozusagen herausziehen, und das ist wirklich zur Diskussion gestellt, einige Aspekte, die mir jetzt für einen kritischen, analytischen Transformationsbegriff wichtig sind. Ich habe schon einige Elemente genannt, ich möchte das systematisieren und möchte es dann von einem normativen Begriff, den ich natürlich für wichtig halte, unterscheiden. Und ich hatte den Eindruck, bei Rolf geht das durcheinander. Er macht sozusagen analytische Argumente und dann sehr stark normative Argumente. Wie sollte denn eine progressive, emanzipatorische Transformation aussehen? Aus meiner Sicht müssen wir das gut unterscheiden und schließe dann mit einigen offenen Fragen ab. Also das wäre sozusagen meine Hauptfolie, die natürlich jetzt völlig überladen ist. Ich gehe langsam durch. Ich muss gar nicht hinschauen, genau. Transformationsprozesse unter kapitalistischen Bedingungen sind formspezifisch. Sie reproduzieren tendenziell, solange wir kapitalistische Gesellschaften haben, mit allen Bereichen, die umkämpft sind, es ist nicht überall Kapitalismus, es gibt andere Bereiche, aber solange es eine starke kapitalistische und dominante kapitalistische Logik gibt, reproduziert Transformation in welche Richtung auch immer, in welche ökokapitalistische Richtung, die Wertformen. Sie reproduziert sozusagen die Warenförmigkeit unserer Gesellschaft, die eben nicht auf die Menschen von außen aufgedrückt wird, sondern in ihren Alltagshandlungen reproduziert werden, so wie wir jeden Tag durch unser Handeln, wenn wir einkaufen, wenn wir Lohnarbeiten, die Wertform produzieren. Die Weltmarktkonkurrenz, das, was in den Debatten oft, wir denken oft immer noch sehr nationalstaatlich, wir denken Transformationsprozesse für Deutschland. Aus meiner Sicht müssen wir die Formspezifik des Transformationsprozesses auch dahingehend in den Blick nehmen, dass es strukturelle Weltmarktkonkurrenzen gibt und dass die Musik immer noch spielt auf Wettbewerbsfähigkeit, auf Weltmarktkonkurrenz. Und natürlich die politische Form, also der Staat, mit seinen sozusagen Geflechten umherum, der Staat, der nicht irgendwie eine neutrale Instanz über der Gesellschaft ist, sondern der sich eben auch sozusagen reproduziert, der uns und den politischen Akteuren bestimmte Handlungsweisen auflegen. Ja, die Linke ist eben eine Partei, sozusagen als Teil von hoffentlich breiterer Bewegung, aber sie bekommt natürlich als Partei, als Fraktion im Bundestag, in den Landtagen bestimmte Regeln aufgelegt, muss unter bestimmten Bedingungen agieren. Die Formspezifik in den Blick zu nehmen, was aus meiner Sicht in überhaupt keiner Transformations- und Transitionsdebatte geschieht, außer in unseren kleinen Spektren. Man findet es überhaupt nicht. Es gibt gar keinen Begriff von Kapitalismus. Es gibt vielleicht mal einen Begriff von the economic paradigm, also Neoliberalismus, aber nicht die Formspezifik der kapitalistischen Produktionsweise. Wenn wir das aber ernst nehmen, dann verabschieden wir uns relativ schnell auf die Hoffnung auf Marktkräfte. Das sind die Lieblingsargumente in der Enquete-Kommission im Bundestag. Ja, Marktversagen, dann machen wir ein bisschen Staat, Staatsversagen, dann machen wir ein bisschen Markt. Also keine naive Hofferei auf die Marktkräfte, aber auch keinen übertriebenen Steuerungsoptimismus. Der Steuerungsoptimismus, der eben in der Transitionsperspektive sagt, wenn nur die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden, dann kriegen wir die Probleme schon in den Griff. Ein zweiter Punkt, Micha wird nochmal auch verschiedene Transformationsbegriffe aufmachen. Aus meiner Sicht, wenn du den Vortrag machst, den du mir geschickt hast? Ja. Ah, okay, dann nicht. Also Micha hat in einem sehr schönen Papier nochmal verschiedene staatssozialistische Transformationsprozesse dargestellt, wie gesteuert sie waren, wie ungesteuert sie waren, was sind Effekte. Ich glaube, dass wir, wenn wir über kapitalistische Gesellschaften sprechen, natürlich auch uns Gedanken machen müssen, was ist die Dynamik einer passiven Revolution, also was sind Dynamiken und auch die Möglichkeiten, herrschaftlich gesellschaftliche Verhältnisse umzubauen. Es ist also nicht, der Kapitalismus kommt an sein Ende, weil er an das Ende seiner energetischen und materiellen Grundlagen kommt und dann ist Ende des Kapitalismus, sondern der Kapitalismus ist durchaus wandlungsfähig und kann sich auf bestimmte Herausforderungen einstellen. Und die werden brutal sein, die werden für viele ausschließend sein, die werden für viele tödlich sein, aber es sichert ein Stück weit die Reproduktionsfähigkeit des Kapitalismus und der damit verbundenen Klassen- und Eigentumsstruktur. Kapitalismus ist ja nichts Abstraktes, es sind ja konkrete Strukturen, Herrschaftsmuster. Also ein Transformationsbegriff muss in den Blick nehmen, was sind nun die heutigen Formen einer passiven Revolution, das, was ich als passive Revolution hin zu einem Ökokapitalismus bezeichnen würde. Ein dritter Punkt,
auch das muss ich in dem Kreis nicht besonders betonen, ich halte es aber für ein wichtiges Element, sind natürlich die Kräfteverhältnisse und auch die institutionalisierten Kräfteverhältnisse, also über Verbände, über Gewerkschaften, über kooperatistische Systeme, die damit verbundenen Konflikte und Kämpfe, auch das spielt in der Transformationsdebatte, in der Transitionsdebatte überhaupt keine Rolle. Da kommt mal die Zivilgesellschaft so ein bisschen als Korrekturinstanz vor. Wenn dann die Indigenen aufstehen, dann stimmt vielleicht was nicht im Amazonas. Aber im Grunde genommen wird sozusagen die Welt kosmopolitisch qua Einsicht der Eliten, qua richtiger Rahmenbedingungen verändert. Und ein kritischer analytischer Transformationsbegriff muss natürlich die Frage von Kämpfen, von Strategien und natürlich auch von Kräfteverhältnissen, also nicht nur von Kräften in den Blick nehmen. Ein vierter Punkt ist die Gefahr der Ausschlüsse. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Frigga auf dem Podium ist und Christa Wichterich im Publikum. Sowas wie Geschlechterverhältnisse werden in den dominanten Beiträgen einfach dethematisiert. Es kommt nicht vor. Es kommt maximal so eine Sozialstrukturierung vor, wo man noch Klasse reinlesen könnte. Und es kommt auch die Gefahr der globalen Ausschlüsse kaum vor. Auch das wird als Win-Win-Win-Situation. Also alle gewinnen irgendwie, die Nordgesellschaften, die Südgesellschaften, die Natur. Und wir müssen natürlich in den Blick nehmen, das haben die beiden ja auch schon gemacht, was sind die Ausschlüsse der dominanten Transformationsprozesse? Die molekularen Veränderungen habe ich schon genannt. Da ist unsere Aufgabe weiterhin, was sind die Widersprüche der molekularen Veränderungen? Ich mache das mal am Beispiel Verkehr. Wie verändern sich, obwohl diese Gesellschaft eine sehr automobile Gesellschaft ist, also eine Gesellschaft, deren Mobilität sehr stark über Automobilität organisiert wird und trotzdem verändert sich ja was. Trotzdem gibt es in Wien beispielsweise auch eine Zunahme in Alltagspraxen Richtung Fahrradverkehr. Natürlich gibt es öffentlichen Verkehr. Also was sind auch vielleicht Veränderungen? Es gibt dann die Infrastrukturen des Verkehrs, aber wie fangen vielleicht schon Menschen massenhaft an, sich anders zu orientieren? Und es ist politisch noch gar nicht eingeholt, weil die Infrastruktur gar nicht da ist. Oder im Ernährungssektor, inwieweit wollen viel mehr Menschen schon gute vegetarische Nahrungsmittel haben und es wird noch gar nicht so bedient. Ein weiterer Punkt, der bisher nur angedeutet wurde, den ich mal in die Diskussion gebe, wenn wir über Transformation innerhalb des Kapitalismus oder darüber hinaus nachdenken, geht es natürlich auch darum, was ist die Gangbarkeit, ist jetzt ein bisschen sperriger Begriff, ich bin gleich fertig, was ist die Möglichkeit, sozioökonomische, politische, kulturelle Verhältnisse auch auf Dauer zu stellen. Ja? Also wie stellen wir uns vor, wie die Ökonomie auch wirklich organisiert ist? Die Frage der Arbeitsteilung ist angesprochen worden. Die Frage natürlich der Nachhaltigkeit, also wie werden Ressourcen angeeignet? Also was kann sozusagen analytisch innerhalb einer kapitalistischen Transformation oder auch darüber hinaus an Verstetigung von gesellschaftlichen Verhältnissen gedacht werden? Alex wird heute Abend, glaube ich, zum Ereignis sprechen, also eine etwas andere Perspektive einnehmen, aber sicherlich auch kritisieren. Ich halte die Frage sozusagen dieser Gangbarkeit, also dieser Verstetigung, für wichtig, wenn wir uns einem Transformationsbegriff annähern. Und das letzte Argument mache ich jetzt als jemand, der sich sehr stark mit Ökologiefragen und mit gesellschaftlichen Naturverhältnissen auseinandersetzt. Auch in der linken Ökologiedebatte, die ja erfreulicherweise sehr, sehr zugenommen hat in den letzten Jahren, Monaten. Rainer hat es in seiner Einleitung auch nochmal betont. Auch in der linken Debatte gibt es immer noch eine starke Annahme, die Gesellschaft, in der Linken wird das jetzt ein bisschen komplexer gedacht, übernutzt die Umwelt. Es gibt so eine Art zwei Systeme, ja, und die Menschheit, die Gesellschaft als kapitalistische, klassenförmige, patriarchale, übernutzt nun die Umwelt, die Ressourcen, die Senken, also über CO2-Emissionen und anderes. Und ich möchte an diesem Punkt ganz klar machen, dass ich dieses Denken in Systemen für nicht fruchtbar halte, für eine linke, kritische Transformationsperspektive, sondern einen Begriff der sozialen Verhältnisse einführen möchte. Es ist also nicht die Gesellschaft als System versus die Umwelt als System, sondern es sind die je spezifischen gesellschaftlichen Naturverhältnisse, also wie Mobilität, Ernährung, Kommunikation, Wohnen organisiert wird, wie herrschaftlich oder wie eben emanzipatorisch. Ich hoffe, der Punkt wird klar. Also es geht nicht um die berühmten zwei Kugeln, die ich kämpfe jetzt gerade wieder für einen Enquetebericht, um diese Kugeln wegzubekommen. Hier ist die Gesellschaft und da ist die Umwelt und da gibt es ganz viele Pfeile, sondern wir müssen es komplexer denken, weil es aus meiner Sicht komplexer ist, wie organisiert die Gesellschaft je spezifisch wie eben die Mobilitätsbedürfnisse, die Ernährungsbedürfnisse, die Kommunikationsbedürfnisse gesichert werden. Ich hoffe, dieser Punkt wird erklärt. Es ist mir sehr wichtig, wenn wir über Transformation nachdenken.
Also nicht, wir sind eingebettet und die Gesellschaft muss sich einer Naturlogik unterwerfen, sondern wir müssen demokratisch, emanzipatorisch die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Natur, zu unseren natürlichen Lebensgrundlagen so organisieren, dass diese Natur nicht übernutzt wird. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Die Natur soll nicht übernutzt werden. Aber es geht um die Gesellschaft, um die demokratische Gestaltung, wie Mobilität, wie Ernährung, wie Gesundheit organisiert wird. Das halte ich für eine Schwachstelle noch in der linken Debatte. Deshalb bringe ich das hier. Ich halte es für einen zentralen Punkt im Transformationsbegriff. Ja, diese offenen Fragen bringe ich einfach in der Diskussion. Ich will noch mal auf einen hinweisen. Ich wollte noch was zum Krisenbegriff, weil Frigga ein schönes Stichwort hatte. Ich will nur noch mal auf diese eine Antinomie, die ist mir wirklich wichtig, weil Rolf es so stark gemacht hat. Der zweite Punkt in der Folie. Rot und Grün geht nicht per se zusammen, sondern unter den gegebenen Bedingungen einer ökokapitalistischen oder gar nicht so ökokapitalistischen Modernisierung wird aus einer starken, emanzipatorischen, progressiven Perspektive, die uns sehr nahe steht, die rote Frage, die Verteilungsfrage, oft ausgespielt gegen die grüne Frage, die Nachhaltigkeitsfrage. Ich habe den Eindruck, wir haben da noch keine richtige Antwort drauf. Und diese Frage nochmal zu präzisieren und was das für den Transformationsbegriff heißt, das halte ich für ganz wichtig, auch für diese Tagung. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ich werde jetzt mich hüten. Eigentlich müsste ich nach Uli etwas über Mobilität sagen. Die Frage gesellschaftliches Verhältnis, Naturverhältnis, wie das dabei zusammenkommt. Andere Produktions-, eben buchstäblich auch Verkehrs- und Lebensweise, das werde ich nicht tun. Ich werde auch nicht den Vortrag halten, den ich dir bewusst zugeschickt habe, sondern dieser Vortrag, den ich halten will, ist entstanden, weil ich mich fürchterlich geärgert habe über ein Zitat, dass viele von Ihnen oder euch gesehen haben, wenn ihr euch diesem Haus genähert habt. An diesem Haus steht nämlich ein Zitat von Karl Marx. Wieso ärgert man sich über ein Zitat von Karl Marx? Das Zitat, so wie es da draußen steht, heißt: Die soziale Revolution kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. Nun ist ja mit den Zitaten ein Problem. Sie sind in dem Falle aus dem 18. Primär, aus dem Zusammenhang gerissen. Außerdem steht dort noch die soziale Revolution des 19. Jahrhunderts. Das ist hier weggelassen worden. Gut, trotzdem hat mich dieses Zitat, ärgert mich also täglich, wenn ich hier langlaufe, weil ich glaube, dass wir, zumindest wenn wir über eine Transformation im 21. Jahrhundert reden, natürlich auch ein Stück Poesie, ein Stück Erinnerung, aber eben auch poetische Erinnerung der Vergangenheit brauchen. Und insofern mache ich einen relativ radikalen Bruch und gehe zurück auf eine Transformationsdebatte, die über 200 Jahre zurückliegt, und beginne mit einer Reise von Robert Owen, den natürlich jeder hier im Raum kennt. Robert Owen fährt im Januar 1800 von Manchester nach New Lanark. Das liegt in den schottischen Lowlands am Ufer des Flüsschens Clyde, um dort das Management der Fabrik in New Lanark, das ist eigentlich eine Fabrikstadt, zu übernehmen. Er ist Manager einer Company, New Lanark Twist Company genannt, und sie haben diese Fabrik von dem Schwiegervater von Robert Owen, von David Dale, ein halbes Jahr vorher gekauft. Heutzutage ist New Lanark, kann ich empfehlen, Dresden ist nicht mehr Weltkulturerbe, New Lanark ist weiterhin Weltkulturerbe. Und dieser Ort liegt in der Nähe eines schottischen Dörfchens, Lanark, wurde 1783 von David Dale, den ich schon genannt habe, gemeinsam mit Richard Arkwright, einer der wichtigsten Erfinder des 18. Jahrhunderts und wichtigsten Kapitalisten des 18. Jahrhunderts, errichtet. Und in solchen Siedlungen, die also sozusagen jenseits der normalen Zivilisation dann errichtet wurden, hat der Kapitalismus, der Fabrikkapitalismus, zuerst sein modernes Gesicht erhalten. Und hier in New Lanark, deswegen ist auch Owen und New Lanark so bekannt, entstand eine oder vielleicht sogar die Experimentierstube des Sozialreformismus, die zugleich, und das ist das Interessante darin, zu einem Ausgangspunkt des Kommunismus wurde. Hier in einem solchen Ort hat Robert Owen in gewisser Hinsicht mit dazu beigetragen, eine
veränderte Moderne zu gründen. Er hat eine auf diesen Ort bezogene Transformationsstrategie eingeleitet. Und hier wurde auch die Frage von Reformen im Kapitalismus und von Reformen über den Kapitalismus hinaus, von Errungenschaften und Übeln, Möglichkeiten und Grenzen des Kapitalismus sehr, sehr praktisch verhandelt. Ich will darauf aufmerksam machen, in dem Papier, was draußen liegt, ist das sehr viel ausführlicher dargestellt. Die kapitalistische Moderne revolutioniert alle vier Elemente sozialer Evolution. Rudi hat es schon genannt, das Verhältnis zur Natur. Die Naturverhältnisse werden grundsätzlich umgewälzt. Völlig neues Verhältnis zur Natur entsteht. Es verändert sich radikal das Verhältnis der Menschen zueinander. Die Konstitution von Gesellschaft als politisches Gemeinwesen, dritte Element, verändert sich. Und auch die Art und Weise, wie Menschen sich als sittliche Wesen verstehen. Es entsteht eine Gesellschaft, in der Industrie der Stoff ist, Kredit die Triebkraft, eine gestaltende, transitorische, würdest du sagen, Politik ist der Wille und Kritik, ständige, kritische Infragestellen der Geist, die eine neue Welt erzeugen. Eine Welt, die diesmal, und das ist das Problem, auf das ich immer wieder zurückkomme, keine festen Fundamente hat und auch keine festen Bezugspunkte. Immer mehr zu schaffen, immer mehr zu haben, immer mehr zu wollen und auf nichts zu bauen, als auf das eigene Wort, sind die Grundzüge dieser neuen Gesellschaft, die da entsteht. Also ein völlig neuer Gesellschaftstyp. Wolfgang Küttler wird über die große Transformation, die zu dieser Gesellschaft geführt hat, und über die Transformation, die darüber hinausführt, morgen auch noch mal sprechen. Auch frühere Gesellschaften kannten Grenzüberschreitungen. Das Problem, was wir aber mit der Moderne, mit dem modernen Kapitalismus haben, er kennt überhaupt keine Grenzen, er kennt höchstens Schranken, die überschritten werden können. Und selten ist der umstürzende Charakter, deswegen verweise ich Sie nochmal 200 Jahre zurück, dieser Moderne so deutlich geworden wie in den vier Jahrzehnten zwischen 1775, dem Beginn der nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen England und der endgültigen Niederlage von Napoleon bei Waterloo 1815. Das sind die vier Jahrzehnte, in denen Robert Owen aufgewachsen ist und in denen er sein Reformwerk begonnen hat. Und vor diesem Hintergrund hat er also in der Nunalak seine Versuche eine Gestaltung einer neuen Welt begonnen. Was Robert Owen in Nunalak einleitet, nimmt, wenn man sich das genauer anguckt, die Sozialreformen der nächsten 200 Jahre, also bis in unsere Zeit, vorweg. Er beginnt mit der Erneuerung der Maschinerie, rationalisiert die Produktion und dann, das ist der entscheidende Durchbruch von Robert Owen, beginnt er die Arbeiterschaft, Arbeiterinnen und Arbeiter, Kinder, die dort arbeiten, umzuformen. Er schafft faktisch eine neue öffentliche Umwelt für Arbeit und Leben in Nunanak. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die er bei seiner Ankunft vorfindet, beschreibt er, und da ist er zweifelsohne voreingenommen, folgendermaßen. Die Leute, ich zitiere, waren übereilt aus irgendwelchen Orten, wo man sie zum Weggang überreden konnte, zusammengezogen worden. Und sie waren in ihrer großen Mehrheit faul, unehrlich, verlogen und heuchelten eine Religion vor, von der sie glaubten, sie würde ihre ganzen Unzulänglichkeiten und unmoralischen Handlungsweisen entschuldigen. 12 Jahre später, so schreibt er 1812 dann in einem Bericht, seien dieselben Personen, sicherlich wieder eine sehr voreingenommene Sicht, jetzt auffällig, ehrlich, fleißig, nüchtern und ordentlich geworden. Und es kommt vom Beginn bis zum Ende des Jahres kaum vor, dass ein Betrunkener oder ein Dieb gesehen wird. Die Methoden, die Owen anwendet, sind außerordentlich strikt. Bei Diebstahl, Schlägereien oder Trunkenheit schickt er die Leute nicht ins Gefängnis. Die einzige wirkliche Strafe neben Belehrung ist Entlassung und Verbannung aus Nunanak. Er überwacht und fördert, er setzt einflussreiche Arbeiter und von Arbeitern gewählte Komitees ein, die die von ihm festgelegten Regelungen kontrollieren sollen. Zum Beispiel
da kommen wir jetzt in die Geschlechterbeziehungen eines solchen Projektes. Sie besuchen wöchentlich alle Haushalte in Nunanak, um zu prüfen, ob die wöchentliche Reinigung der Wohnungen stattgefunden hat. Die Frauen, so die Berichte, sind empört und bezeichnen diese Inspektionen der meist männlichen Arbeiter als Wanzenjäger. Die Mieter haben die Aufgänge der Häuser zu reinigen und jährlich einmal das Haus zu streichen. Hygiene wird scharf reguliert. Das Halten von Vieh und Hunden ist absolut verboten. Nächtliche Patrouillen kontrollieren die Straßen von Nunanak und im Winter herrscht zu späterer Zeit Ausgangsverbot. Ohne ist übrigens auch stolz, dass die Zahl unehelicher Kinder zurückgeht. An jedem Arbeitsplatz, auch das ist ja eine bekannte Geschichte, wird ein Vierkant angebracht. Der hat Zahlen von 4 bis 1 und er hat 4 Farben, schwarz, blau, gelb und weiß. Und umso besser die Arbeitsleistung, umso heller die Farbe, umso geringer die Zahl und umso höher der Lohn. Das wird auch ständig vermerkt und über Jahre, Monate, Jahre aufgeschrieben. Die Arbeiter können dagegen Einspruch erheben. Und selbst ist die letzte Instanz. Er wirkt in gewisser Hinsicht, also versteht sich auch so als Schöpfer dieser neuen Welt und ihr höchster Richter. Weiter, um das deutlich zu machen, welche Reformeifer dort geherrscht hat in dieser Zeit, er gründet in Konkurrenz zu privaten Geschäften einen Dorfladen, wo er, so sagt er, Lebensmittel und Kleidung guter Qualität verkaufen lässt. Den Gewinn, immerhin 700 Pfund Sterling jährlich, setzt er ein, um die Schule zu finanzieren, die er reformiert. Er erhebt also eine Art Mehrwertsteuer von den Arbeiterinnen und Arbeitern, um die Ausbildung ihrer eigenen Kinder zu finanzieren. Die Schule ist entgeltfrei, auch für die Kinder des nahen gelegenen Dorfes, die dort hingehen können. Auch weiterer Punkt, eine Lohnerhöhung. Wir reden ja oft über Bismarck und den Sozialstaat, was Ohn hier gemacht hat. Eine Lohnerhöhung um 5% in Nunanak wird an die Bereitschaft gebunden, ein 60stel des Lohns als Kranken- und Unfallversicherung zurückzulegen. Als aber die Arbeiter sagen, sie wollen diesen Fonds selber kontrollieren und wollen sich von Ohn nicht vorschreiben lassen, was mit diesem Fonds geschieht, wehrt er diesen Einspruch ab. Sie sagen, sie sind freie Bürger eines freien Landes, Großbritannien, er wehrt diesen Einspruch ab. Noch mal eine Reminiszenz an die jüngste Krise, als die USA 1806 ein Embargo für den Export von Baumwolle nach Großbritannien verfügen und damit die gesamte Textilindustrie Großbritanniens stillsteht, setzt Robert Owen gegenüber den anderen Eigentümern nach einer Diskussion mit den Arbeitern in dem Falle durch, dass für die gesamten 4 Monate, in denen der Betrieb stillsteht, Kurzarbeitergeld in Höhe des vollen Lohns gezahlt wird. Das sind immerhin 6.000 Pfund Sterling, die den Eigentümern verloren gehen in dieser Zeit. Beendet auch die Aufnahme von Kindern aus den Armenhäusern von Glasgow und Edinburgh und nutzt dafür vor allen Dingen die sehr hohen Gewinne dieser Zeit. Das muss man natürlich als Hintergrund sehen. Nunanak wird inzwischen 1800 und 1820, 25 zum Symbol eines Kapitalismus, eines möglichen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. 20.000 sollen in dieser Zeit hochgestellte Persönlichkeiten, Premierminister, der russische Kronprinz, Humanisten, Reformer, Geistliche, kommen alle dorthin. Es wird sozusagen zum Mekka der Reformgeister Europas. Und er verkörpert in dieser Zeit in den Augen der Öffentlichkeit die Möglichkeit, unbestreitbaren, dafür stand er auch, und langanhaltenden unternehmerischen Erfolg und eine hohe Profitabilität des modernen Fabriksystems mit Zivilisierung und menschlichem Fortschritt zu verbinden. Insbesondere nach 1812, hier heute wurde schon die Frage der Verkürzung des Arbeitstages, der Beschränkung des Arbeitstages genannt, nach 1812 bemüht Robert Owen sich Einfluss auf die Regierung und das britische Parlament zu gewinnen. Er will die von ihm lokal durchgeführten Reformen verallgemeinern und er wurde zum Initiator der weltweit ersten Fabrikgesetzgebung, nämlich der Reduzierung des Arbeitstages vor allen Dingen für Kinder. Was Robert Owen wahrscheinlich, glaube ich, nicht als erster begriffen hat, aber auf jeden Fall mit beispielhaftem Erfolg im ausgehenden 18. Beginn des 19. Jahrhunderts verwirklicht hat, darum geht es mir hier eigentlich, war, dass er begriffen hat,
diese kapitalistische Moderne, dieses unglaubliche, mobile, dynamische, alles sprengende gesellschaftliche Ungebilde, müsste man eigentlich sagen, also diese bodenlose und auch orientierungslose Moderne braucht Grundlagen und sie braucht Orientierungsbezugspunkte. Gerade weil man sich, das sah er in Uulnaaq, weil es eine völlig künstliche, in der Wildnis entstandene Gemeinschaft war, gerade weil man sich nicht auf eine alte, traditionelle Gemeinschaftlichkeit, auf Religion und so weiter stützen konnte, auf Brauch und Sitte, so er schreibt dann, habe er mit einer allein meiner Leitung und Beratung in sozialer und arbeitsmäßiger Hinsicht unterstehenden Bevölkerung von 2500 Menschen in der überschaubaren Welt von Uulnaaq eine völlig neue Gesellschaft geschaffen. Und da ist er vorgegangen, bewusst, rational, planmäßig, mit Experimenten, Autorität, kontrollierte Partizipation, Paternalismus, Kooperation und hat am Ende außerordentlich viel in relativ weniger Zeit erreicht. Er geht dann weiter und sagt, der moderne Kapitalismus braucht einen bewussten Prozess, um seine Fundamente, aber auch seine Orientierungspunkte ständig neu zu erzeugen. Er sagt, der Kapitalismus habe durch die fabrikmäßige Fertigung, durch das Fabrikationswunder, den Reichtum, die Industrie, die Bevölkerung und den politischen Einfluss des britischen Königreichs rasch vermehrt. Hundertfach sei die Produktivität gestiegen. Das stimmt sicherlich, wenn man jetzt das auf die Textilindustrie bezieht. Aber so Robert Owen, jetzt zitiere ich, andere nachhaltige Folgen, die der Ausdehnung der Fabriken entspringen, wenn sie dem natürlichen Fortschritt überlassen bleiben, haben noch niemals die Aufmerksamkeit irgendeiner Gesetzgebung erweckt. Nach seinem Verständnis bedarf es also eines anderen, eines bewussten Fortschritts, der sichert, dass diese wichtigen und wirklich großartigen Ergebnisse nicht von Übeln solchen Ausmaßes begleitet werden, dass diese erstere überwiegen. Und dazu müsste man eingreifen, eine neue Welt des Öffentlichen müsse die alte Welt des Gemeinschaftlichen ersetzen. Um den Bogen noch viel weiter zurückzuspannen, und zwar auf das Alte Testament, was Gott den Menschen am Beginn der Schöpfung als gemeinschaftliches Erbe in Kommune Patrimonium übergeben hat, fertig übergeben hat. Gott hat nach der Vorstellung des Alten Testament uns diese Welt als gemeinschaftliches, als gemeinschaftliches Eigentum anvertraut, das wir vermehren sollen. Marx bezieht sich auch darauf. Dieses muss nun so Owen durch öffentliches Handeln erhalten und neu geschaffen werden. Es geht also für ihn um die Grundlagen der für ihn modernen kapitalistischen Gesellschaft. Und diese Grundlagen, das ist der fundamentale Widerspruch, auf den ich aufmerksam machen will, auf den auch viele der aktuellen Diskussionen dann zugreifen, oft unbewusst. Diese Grundlagen sind ihrer Natur nach kommunistisch. Sie sind Gemeingüter. Man kann sie versuchen zu privatisieren, man kann sie privaten unterwerfen, aber ihrer Natur, ihrem Wesen nach funktionieren sie nur, wenn sie Gemeingüter sind. Und dann kommt man auf die ganze Frage, die du genannt hast, mit der Frage des Green New Deal oder der grünen Ökonomie, also der Versuch, jetzt auch das Naturverhältnis entsprechend zu strukturieren. Was ist das Problem für Robert Owen? Warum ist er diesen Reformweg, den er eingeleitet hat, nicht zu Ende gegangen? Warum hat er sich dann, beginnend 1825 vor allen Dingen, in einer Reihe, ich komme kurz noch darauf, kommunistischen Experimenten zugewandt? Ich habe das in dem Papier, das draußen ausliegt, ausführlicher dargestellt. Es sind kurz zusammengefasst vier fundamentale Erfahrungen, die Robert Owen macht. Erstens, im Widerspruch mit den Haupteigentümern seiner Fabrik, das Ausmaß seiner Reformen wurde durch die Verwertungsinteressen der Eigentümer begrenzt. Ständig musste er die Fabrik faktisch neu verkaufen und zurückkaufen, damit er seine Reformen weiter vorantreiben kann. Also Kommunismus in den Grenzen des Privaten war eine Grunderfahrung für ihn. Zweitens, die neue kommunistische Welt des Öffentlichen wurde durch die Eigentümer den Zielen des Privateigentums, des Privatkapitalistischen letztlich untergeordnet. Kommunismus im Dienste des Privaten. Drittens,
Die Gestaltung der Entscheidungsprozesse, daran hat er natürlich partizipiert, wurde durch die Kapitalinteressen bestimmt, also ein Kommunismus unter dem Diktat des Privaten. Und viertens, jeder erreichte Reformerfolg, so bekam er immer wieder zu spüren, ist ein Erfolg auf Widerruf, also Kommunismus auf Abruf des Privaten. Er hat dann 3 große kommunistische Experimente versucht und damit gehen sozusagen auch die 2 Jahrzehnte seines Erfolgs in 4 lange Jahrzehnte des Scheiterns über. Erstens hat er versucht, ein fundamental neues Erziehungssystem, auch in Analyse dessen, was Pestalozzi und andere in Europa gemacht haben, einzuführen. Er hat eine ganz berühmte Ausgangsthese 1812 schon geprägt und die klingt eigentlich fürchterlich. Er dachte, das ist eine ganz tolle These, aber sie klingt in meinen Augen extrem fürchterlich. Jeder beliebige Charakter, der Beste wie der Schlechteste, der Unwissendste wie der Intelligenteste, kann jeder Gemeinschaft, ja der ganzen Welt aufgeprägt werden. Er geht also davon aus, die Umstände determinieren 1:1 die Persönlichkeit und die Welt neuer Erziehungsheime, die er immer mit seinen Experimenten verbunden hat, schon in Nunanak, sollte zum Ausgangspunkt der gesellschaftlichen Umwälzung werden, jenseits der alten familiären Bindungen, aus denen eben nur Menschen der alten Welt entstehen können, sollen die Bürger einer freien Gesellschaft hervorwachsen. Das Problem ist, er hat, das sage ich in aller Kürze, eigentlich ein falsches Erziehungsziel verfolgt. Er denkt nämlich, dass durch Erziehung der Fortbestand gegensätzlicher Gefühle und Interessen prinzipiell aufgehoben werden kann. Er will also den Widerspruch zwischen individueller Selbstentfaltung und Sein für andere selber aufheben. Das ist ein grundlegender, auch glaube ich, tief in der kommunistischen Tradition verankerter Gedanke. Er will, wie er schreibt, alle antisozialen Gefühle vernichten, wörtlich vernichten, und alle Sonderinteressen aufheben. Und da muss man dann lesen, das schöne Buch von Huxley, Schöne neue Welt, in der dann die Gesellschaft genau dadurch ins Gleichgewicht gebracht wird. Da steht es bei Huxley, die Menschen sind glücklich, sie bekommen, was sie begehren, und sie begehren nichts, was sie nicht bekommen können. Das kann man nur erreichen durch Menschenzüchtung, die dann bei Huxley im Detail sehr schön dargestellt ist. Das zweite große Experiment ist der Kauf der Siedlung in New Harmony im mittleren Westen der USA, im Staat Indiana 1825, hat wesentlich mit dazu beigetragen, diese Gegend kulturell nachhaltig zu fördern. Und was Owen in Nunanak als Oktroi gegenüber seiner eigenen Belegschaft durchsetzen wollte, er hat auch mal kritisch gesagt, das sind seine Sklaven, soll nun als freies Werk freier Bürgerinnen und Bürger entstehen. Und selbstbewusst verkündet, er hat vor dem Präsidenten der USA gesprochen und vor dem Repräsentantenhaus 1825. Selbstbewusst verkündet er, dass die vereinte Arbeit, sei es in der Landwirtschaft oder in den Fabriken, Güter herstellen werde, die besser und billiger sein werden als die Produkte des Konkurrenzsystems. Besser und billiger. Und führt dann weiter aus, die Anziehungskraft der von ihm vorgestellten neuen Siedlungen werde ungeheuer sein. Das möchte ich auch noch mal zitieren, um sich diesen Glauben an die Attraktionskraft dieses neuen Systems zu verdeutlichen. Frei von allen finanziellen Sorgen, versehen mit den entscheidenden Vorteilen des Land-, Stadt- und Universitätslebens, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Im Genuss angenehmer Gesellschaft, das ist schon wie das Institut und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wird sich das gegenwärtige System so verändern, als gewaltige Versuchung für die menschliche Natur erweisen, sodass ich annehme, dass diese neuen vernünftigen Wohnstätten, wie er sie dort im Mittleren Westen aufbauen will, kaum so schnell zu errichten sind, wie die Gesellschaft sie besitzen möchte. Man wird gar nicht hinterherkommen mit dem Bau solcher Siedlungen, weil sie so attraktiv sind. Die Realität sieht völlig anders aus. Nach einer kurzen Zeit des Enthusiasmus zerfällt die kommunistische Gemeinschaftlichkeit in immer neue Teile, es werden immer neue Ausgründungen vorgenommen, verlassen enttäuschte Anhänger das Projekt, es gab keine Mauer, sinken Arbeitsmoral und Leistungsfähigkeit, zerreißt der Streit zwischen den Anhängern eines sozialistischen Leistungsprinzips und kommunistischer Gleichmacherei, zwischen regulierter Aushandlung und bloßer Anarchie, jeder macht, was er will, die erhoffte Harmonie und wird das Eigentum
reprivatisiert. Auch da könnte man im Detail jetzt über die Geschlechterverhältnisse sprechen. Ein weiteres Experiment, das vor allen Dingen von den Arbeitern selbst finanziert wurde in Queenwood 1839 bis 1845, zeigt zum Beispiel Folgendes, konnte ich sehen, also man hatte eine ganz moderne Küche geschaffen. Aus der Küche wurde mit einer Art Fließband sozusagen in den Essraum das Ganze transportiert, aber in der Küche haben logischerweise Frauen gearbeitet. Ein drittes Experiment, an dem Robert Owen teilgenommen hat, die Gründung einer Arbeitswertbank in London. Da hat er wie weitere Reste seines Vermögens verloren. Seine Söhne haben ihn dann faktisch eine Rente ausgesetzt. Und zwar in dem Versuch, den direkten Austausch zwischen den Produzenten zum Arbeitswert gemessen in Arbeitszeit zu etablieren. Aber da zeigte sich, individuelle Arbeitszeit und gesellschaftliche Arbeitszeit fallen auseinander. Bewertung der Produzenten und Bewertung der Käufer fallen auseinander. Auch das hat wieder eine Geschlechterseite. Die Anhänger dieses Systems haben sich vor allen Dingen darüber beklagt, dass die Frauen nicht in diese Läden gegangen sind, sie sind lieber auf dem freien Markt shoppen gegangen. Sie wollten sich nicht unterordnen dem, was da gerade konkret angeboten wurde. Das Ganze war in relativ kurzer Zeit ein Bankrott. Also, was hier auch lehrreich ist, diese Experimente nehmen in gewisser Hinsicht den Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts vorweg. In Kurzfassung, kein neuer Mensch, keine wirkliche Freiheit, keine höhere Produktivität, keine anziehendere Lebensweise und keine überzeugende Demokratie. Die freie Öffentlichkeit als Fundament einer solchen Gesellschaft verkümmerte zum Sozialpaternalismus und der menschenrechtliche Horizont, der für Owen so entscheidend war, schrumpft auf soziale Sicherheit. Damit will ich zum Schluss kommen. Die kapitalistische Privatisierung des Öffentlichen, und du sagst das ja auch voraus, das Naturverhältnis lässt sich nicht kapitalistisch dauerhaft gestalten, wenn es nicht zur ökologischen Katastrophe kommen soll. Die kapitalistische Privatisierung des Öffentlichen, aber auch die unmittelbare kommunistische Vergemeinschaftung des Individuellen sind Sackgassen der Geschichte. Aus dem Widerspruch von individueller Freiheit und einer öffentlichen Gemeinschaftlichkeit gibt es kein Entkommen. Das frei für jede und jeden zugängliche Öffentliche ist das ständig neu zu schaffende kommunistische Fundament der Moderne. Die in der konkreten Ausgestaltung der Menschenrechte immer neu zu bestimmende Würde ist der Horizont, der Orientierungspunkt, der Fixstern dieser Moderne. Und nur zwischen diesen beiden, zwischen diesem Fundament und diesem Bezugspunkt kann jener Raum entstehen, in dem, heute schon mehrfach zitiert, die freie Entwicklung jeder und jedes Einzelnen zur Bedingung der freien Entwicklung aller wird. Sozialismus zielt darauf ab, in meinem Verständnis, die antagonistische Gestaltung dieses Raums zwischen diesem Fundament und diesem Himmel, die antagonistische Gestaltung dieses Raums abzulösen durch eine solidarische Austragung seiner Widersprüche. Das wäre, da stimme ich Rolf Reisig zu, eine zweite große Transformation. Das wäre wirklich der Übergang von der Markt- und Konkurrenzgesellschaft zur nachhaltigen solidarischen Solidargesellschaft, aus seinem Buch zitiert. Und eines kann man meines Erachtens 200 Jahre später auf jeden Fall wissen. Die Moderne hat einen, darüber reden, glaube ich, die Linken immer noch zu wenig, hat einen menschenrechtlichen Horizont, den wir nur um den Preis, dass Auschwitz wieder wird, verleugnen werden können. Und sie hat kommunistische Fundamente, die wir immer wieder neu hervorbringen müssen, soll der Planet nicht, ich zitiere nochmal das Alte Testament, wüst und wirr veröden. Dauerhaft darf der Kapitalismus den Platz zwischen diesem Himmel und dieser Erde nicht beherrschen. Und aus dem Kampf darum, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen unter Wahrung und Mehrung des für alle Zugänglichen, des öffentlichen, des gemeinschaftlichen Erbes zu gestalten, kann die Chance kommen, aus einer kapitalistischen Moderne, eine solidarische Moderne, einen demokratischen Sozialismus werden zu lassen. Das sehe ich als Aufgabe einer zeitgemäßen, an die Wurzel gehenden radikalen oder revolutionären Realpolitik. Danke sehr.
Dank. Ich glaube, es ist wirklich ein riskantes Geschäft, ja, so vier solche weitreichenden und komplexen Vorträge zu kommentieren. Kommentare sind ja sowieso auch ein bisschen eine undankbare geistesgeschichtliche Praxis, weil sie immer, wie Foucault so schön zeigt, fatal dazwischen herneigen, entweder gar nichts zu wissen oder alles besser zu wissen, weil man denjenigen, die kommentiert wird, sozusagen zuschreibt, das Eigentliche, was gar nicht rausgekommen ist, hervorzuheben. Was macht man also? Ich habe gedacht, das ist ja eigentlich die Eröffnung einer Diskussion und es hilft vielleicht so ein paar Diskussionslinien zu markieren, wenn man so als Kommentator also Fragen aufwirft oder Gesichtspunkte in die Diskussion bringt. Ich würde ein bisschen abweichend auch von Rainers Vortrag einen Gesichtspunkt aufnehmen, der mir sehr wichtig zu sein scheint für die Frage der Transformation, nämlich, dass wir ja die Transformationsperspektive unter dem Gesichtspunkt der schon möglichen und der immer schon möglichen Emanzipation denken. Die Zukunft ist da. Sie kommt nicht irgendwo und nicht irgendwann, sondern sie ist zu jedem Zeitpunkt da. Diese Frage müssen wir genau betrachten, weil es nämlich eine Frage ist der historischen Übergänge oder der evolutionären Wegscheiden. Also Great Transformation ist ein eher evolutionäres Konzept. Gibt es Emanzipation nur unter bestimmten Bedingungen? Sollen wir also warten, bis irgendwann Emanzipation möglich ist, in einem geeigneten Stadium? Was ist dann unsere Aufgabe? Revolutionärer Attentismus, transformatorischer Attentismus, ein bisschen Reform im Parlament oder irgendwo. Ja, also der Zebrastreifen kann ein Leben retten, dann hat es sich schon gelohnt. Aber reicht das schon? Also das sind Fragen der anwesenden Zukunft. Und ich finde, die Zukunft, das war der Punkt, der mir wichtig ist von Rainers Überlegung, die Zukunft wird verwaltet. Die Zukunft ist nichts Abstraktes im Sinne einer physikalisch-zeitlichen Zukunft, sondern die Zukunft ist selbst eine ausgesprochen umkämpfte, definierte Zukunft. Es gibt Zukunfts- und Zeitmanager. Also sein Beispiel der strategischen Apparate, der Banken, die die Zukunft diskontieren, verzinsen, die Unternehmen, die wie Mercedes Investitionen tätigen mit 40, 50 Jahren im Voraus und damit unsere E-Mobilität lenken, also unsere Mobilität schon auf Jahrzehnte hinaus. Ja, und genauso ist es eben auch mit der Rentenvorsorge und der Zeitfrage, der Arbeitszeitfrage, nämlich dem Lebensarbeitszeit, dass viele es jetzt noch verschmerzen können, dass sie nur 2 Monate oder 4 Monate länger arbeiten müssen bis zum Einstieg in die Rente, aber dann irgendwann 2030 eben dann 2 Jahre und wer weiß, vielleicht auch noch länger. Also die Frage der Cluster der Planung, ja, für die Zeit. Das scheint mir ein wichtiger Punkt, die Frage der Macht in der Verfügung der Zeit, das müssen wir bedenken. Ich habe einen Punkt schon angesprochen, der mir ausgesprochen wichtig erscheint. Wenn ich den Vorträgen zuhöre, dann finde ich, sind die ja sehr heterogen von der Reichweite dessen, was in den Blick genommen wird und den Vorschlägen. Aber ich finde, es gibt auch Berührungen, und die, über die wir nachdenken müssen. Rolf Reisig hat ja die Fragen in einen Horizont gestellt, der soziologisch betrachtet Gegenstand der soziologischen Evolutionstheorie ist, also Eisenstadt, ja, also neolithische Revolution, industrielle Revolution. Und jetzt wir, überlegt mal, in was für einem historischen Moment wir dann leben würden. Sind wir dem gewachsen überhaupt? Ja, also diese evolutionäre Situation. Und dann stellt sich die Frage,
Wie sieht das eigentlich aus mit der Partizipation? Es ist intendiert, intentional, es soll partizipatorisch sein, aber es soll gleichzeitig in diesen weltgeschichtlichen, evolutionären Dimensionen sein, auf die wir ja üblicherweise keinen Zugriff haben. Weltgeschichtlich haben Evolutionen stattgefunden, sozusagen ohne dass die Menschen wussten, was dabei rauskommt. Also frei handeln, aber nicht unter selbstgewählten Umständen. So heißt es bei Marx, ungefähr jedenfalls. Und jetzt sozusagen eine dritte Stufe, die wir so, und dann habe ich mich gefragt, wie kann da eigentlich Partizipation dran anschließen? Also wenn ich an die Dimension der Partizipation denke, die wir haben, alle 4 Jahre ein Wahlzettel, vielleicht mal eine Betriebsratwahl, ja, also in den Hochschulen sind die Beteiligung der drei Gruppen abgeschafft, ja, also dann scheint mir das eine enorme Herausforderung. Ja, also wie kommen wir an diese Fragen der Naturverhältnisse ran, also der Technologiewahl, ja, dessen, was sozusagen evolutionäre Prozesse dieser Größenordnung steuert, dann fehlt da für mein Empfinden noch ausgesprochen viel, sollen wir sagen, Demokratie, aber Demokratie in dem Verständnis, was wir üblicherweise davon haben, reicht da nicht ran, aber das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Und dann, finde ich, gehören in diese Dimension auch die Fragen, die Fricker aufgemacht hat, nämlich nach dem Geschlechterverhältnisse. Es gehört zur langen Geschichte, ja, der Hochzivilisation, dass Frauen zu Frauen gemacht und im selben Prozess auch unterworfen werden. Das ist ein Teil dieses Prozesses der geschichtlich überlieferten Kultur, an der wir teilhaben. Also gehört es eigentlich auch zu der Dimension, etwas, was ich finde, was in dem Entwurf durchaus fehlt, den Rolf skizziert hat, die veränderte Arbeitsteilung. Also die Frage der tiefen Dimension, wie wird Arbeitsteilung organisiert, und das betrifft die Frage der Verteilung der Arbeit, das betrifft aber, was für unsere Diskussion, glaube ich, elementar ist, auch die Frage der geistigen und körperlichen Verteilung von Arbeit, dass wir zu Gramscis Überlegung auch weiter das verfolgen in dem Zusammenhang, dass eben alle Intellektuelle sind und nicht nur einige wenige, ja, also dass wir da zu solchen Gesichtspunkten kommen. Und das würde für mich auch bedeuten, das wäre auch eine Frage, die sich jetzt weiter an Frigger stellt, wie weit geht es um 16 Stunden gleichmäßig verteilt, 4 Stunden, ich glaube, das hat einen sozusagen experimentellen Charakter, diese Überlegung. Wir können uns leicht Produktivkraftentwicklungen vorstellen, sodass wir vielleicht nicht mehr 4 Stunden erwerbstätig sind. Aber was mich interessiert, ist die noch sehr viel weitergehende Frage, wie ist es überhaupt mit dem Problem der Erwerbsarbeit? Müssen wir nicht, wenn wir über die Arbeitsteilung nachdenken, auch nicht viele Tätigkeiten an sich in Frage stellen? Ja, also dass wir, wie viele Kassiererinnen braucht eine befreite Gesellschaft? Ja, ich würde sagen, keine. Also müssen wir uns über diese Dinge ganz neu Gedanken machen, und so betrifft es die Art und Weise, wie gesellschaftliche Arbeit in sich gestaltet und strukturiert ist. Das führt mich aber nochmal zurück auch zu Überlegungen von Rolf, nämlich die Frage, auf die Uli sehr stark hingewiesen hat, die Formbestimmtheit. Nämlich, was heißt eigentlich das alles jetzt in dieser großen Dimension? Wir wollen sozialökologische Veränderung, ja, und das ist ein zentraler Gesichtspunkt. Aber was ist eigentlich mit der Lohnarbeit? Der Tatsache, dass weltweit immer mehr Menschen ihr lebendiges Arbeitsvermögen unter die Wertform untergeordnet finden und damit zur Ware und damit unter die Gesetze des Marktes.
Das müssen wir meiner Meinung nach sehr grundlegend betrachten. Dann das, ne, und das ist auch wichtig, weil wir ja, die meisten von uns wahrscheinlich, zwar auch in diesem Prozess unterworfen sind, also lohnabhängig, aber dennoch nicht immer genau in diese, also viele die Möglichkeit hatten oder suchen, ja, sich in einer gewissen Weise von den ganz harten Marktprozessen auch irgendwie so ein bisschen zu schützen. Also müssen wir überlegen, wie überwinden wir auch solche Dimensionen auch in dieser groß angelegten Perspektive. Es geht nicht, meiner Meinung nach, nicht allein nur sozusagen um die sozialökologische Absicherung von gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Das ist das Problem, was Uli ja auch aufgemacht hat. Das ist nicht versöhnt. Keines dieser Verhältnisse ist versöhnt, sondern es sind weiterhin Widersprüche und man muss das lösen. Ja, also die Partizipation, die Arbeit, die Struktur der Arbeit. Ich finde, bei der Beteiligung müssen wir auch noch mal heute überlegen, dass wir einerseits eine Aushöhlung formeller demokratischer Beteiligung haben in den formalen Institutionen. Wir haben aber eine Vergesellschaftung der Politik und der Unternehmen auf ganz eigenartige Weise, nämlich durch Governance. Eine Vielzahl von Beteiligungsmustern, die im Prinzip Teil der Herrschaftspraxis sind, die im Prinzip genutzt werden, dass Menschen mit ihren Ideen, die Weisheit der vielen, das Bürgerengagement sozusagen permanent aktiviert wird, um da weiterzukommen. Ich will noch einen Punkt ansprechen, der mich beschäftigt hat, als ich Micha zugehört habe, weil ich finde, das war ein Vortrag aus meiner Sicht über die Dialektik der Aufklärung. Ja, nämlich, es gibt diese Reformprojekte, diese frühen kommunistischen Erfahrungen. Er hat es auf den Staatssozialismus bezogen und sagt, da zeichnete sich ab, was alles staatssozialistisch nicht gehen würde. Ich habe es aus Westdeutschland kommen, auf den Reformismus bezogen. Dass nämlich 200 Jahre lang das Bürgerteam ununterbrochen damit beschäftigt ist und auch weiterhin ist, permanent die Arbeiterschaft zu erziehen, durch Gefängnisse, durch Moralunternehmertum, durch eine Bildungspraxis in den Schulen. Permanent wird der Gesamtarbeiter erzogen, umgebaut und über ihn technisch verfügt. Das ist eine Praxis, die wir jetzt auch haben, beim Umbau der Berufsschulen, des dualen Berufsbildungssystems und so weiter. Also, ich würde sagen, das ist gescheitert. Und Owen zeichnet, schreibt sich für mich ein in eine Praxis der Verwaltung, der Polizeiverwaltung der Arbeitskraft, der unterkapitalistischen Bedingungen. Aber darin steckt eben auch etwas Produktives, was Positives, nämlich eben auch eine bestimmte Fähigkeit, die Gesellschaft überhaupt anzueignen und in einer gewissen Weise gesellschaftliche Prozesse zu organisieren. Also, was mich jetzt dabei beschäftigt ist, dann komme ich zum Schluss. Ja, also, wie gehen wir damit um, dass es diese Dialektik gibt, diese Ambivalenz, ja, und dass wir darin in einem Problem stecken, wo ich, glaube ich, anderer Ansicht bin als Micha, aber auch das müsste man ausloten. Aus meiner Sicht würde das bedeuten, wir brauchen mehr Bodenlosigkeit. Ich bin der Meinung, dass die Moderne noch gar nicht modern ist, dass sie noch viel zu viel Bodenhaftung hat, die Gesellschaft sich noch viel zu wenig selbst erzeugt, sondern im Prinzip Gott, Vater, Land, Staat, ja, und so weiter in Anspruch nimmt, also sozusagen Versäulung unserer Geschichte eigentlich noch nicht überwunden hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Alex.